Drücke zu State of Decay 2 und zwar, ja, ungeplant, ganz spontan, an diesem Wochenende sind wir sogar jetzt schon zu zweit auch unterwegs und gleich sogar auch zu dritt. Also ab sofort zumindest etwas im Coop, jetzt zusammen mit Zwepper und gleich auch mit Früchtchen. Moin. Hallo. War Hallo. spontan, hat sich vor 15 Minuten irgendwie so ein bisschen geklärt. Deswegen muss man noch schnell uns durch dieses elende System durchfrimmeln, wie man Leute einladen kann und so. Microsoft Store lässt immer grüßen. Ja, sobald die irgendwie doch nur ansatzweise ihre Finger mit dabei haben, wird alles immer maximal kompliziert und undurchsichtig. Aber es hat funktioniert. Nach nur, oh, naja, so 20 Minuten oder so haben wir es geschafft. Wir sind im gleichen Spiel. Oh ja. Und können jetzt gleich einfach so mal weitermachen. Moin, moin. Und auch Früchtchen im Chat. So, warte mal, was war denn jetzt? Was war denn jetzt? Ich sag's schon mal direkt vorweg, ja, ich trinke mein Käffchen, aber ich hab maximal schlecht geschlafen. Jetzt gestirbt noch keiner, ich bin so häufig wach geworden. Und also, ich bin eigentlich ziemlich durch. Aber ich hoffe, es wird jetzt so langsam und ich werde so mit der Zeit ein bisschen wach oder wie gesagt, der Kaffee wirkt halt, aber. Mal gucken. Das wird, glaube ich, ein etwas entspannterer Start. Allerdings nicht in-game, denn ich wollte ja beim letzten Mal eigentlich so ein komisches. Hier, Seuchenherz. Nagelstudio, erwachtes Seuchenherz. Genau, da wollte ich eigentlich hin. Das Killen. Wir brauchen Essen, ja, fürs Lager. Wir brauchen Eisen fürs Lager. Weißt du Bescheid? Jawohl, erledigt. Bis gleich. Ist ja schon mal nicht so schlecht. Man kann hier so wenig tragen. Ist ja schon mal jemand, der jetzt hier. Irgendwas war da, ja. Jetzt kannst du ja auch nochmal so einen großen Rucksack mit Materialien mitnehmen. Das ist schon mal ganz gut. How's it going? Ich muss vor allem selber erstmal kurz hier. Ich habe das, wie gesagt, ich schätze 2, 3 Jahre. Wo kam ich überhaupt noch mal an mein Stuff ran? Warte mal. Ich finde es übrigens immer noch cool, dass die. Es gibt ja hier auch Errungenschaften, ne? Gerade hat man zum Beispiel eine durchfliegen sehen. Die ist nicht im Spiel. Die ist in Windows. Ja, siehste, hat doch Das. was. Ja, pass. Oh, da kommt eine Horde. Ja. Was halt crazy ist, weil ich bin ja mit dem gleichen Windows-Account sozusagen angemeldet, ne? Auf beiden PCs. Ich krieg auch auf meinem Streaming-PC zeitgleich die Meldung rein mit der Errungenschaft und so. Ja. Yay. Ich rufe nochmal ein Inventar auf. Gab's das nicht? Oder gab's das? Ja. Inventar A, I. Oh Gott, wie logisch. Okay, da ist das, da ist Die das, da müssen ist wir ein jetzt ja eigentlich Rucksack, hier mal, ne? Taschen. Ach, willst du sie? Munitionsverschwender! Naja, dürfen ja nicht einfach. Thunder reload. Hey, ich bin mal runtergesprungen. Da wird sich schon gekümmert. Alter, die macht echt. Alter, okay. Ja. Auch deine Bots kümmern sich um dich. Das bin ich gar nicht gewohnt. Normalerweise stehen die mal daneben. Oder wenn dann immer Bots schießen bei solchen Spielen, dann Was treffen die mal spiele ich nicht. überhaupt mit, ne? Also, tschüss. Du hast ja Kumpel. Aber die tragen dich zu mich, Ja, Swepper. okay. So einfach ist es nicht. Aber jetzt habe ich Naja, aber tatsächlich kaum mehr du Munition. kannst ja dann mit der KI wechseln. Das heißt, du kannst ja mit einer. Konntest du nicht mit einer KI losziehen, looten und dann wechselst Ja. du, wenn du selber voll bist, auf die KI und machst die voll? Vielleicht. Habe ich bis jetzt noch Ich nicht gemacht. glaube, dass das theoretisch. Also, ich meine, man musste sinnvollerweise ein bisschen ausnutzen, dass du halt zwischen den Charakteren so hin und her jumpen kannst. Mal Ah, okay, gucken. du hast noch Stationen hier zu bauen. Ich sehe schon. Ja, genau, deswegen. Ich brauche auf jeden Fall noch Material. Ich muss noch die Medi-Station bauen. Und halt, Materialvorrat ist gering, Lebensmittelvorrat ist gering. Also da muss schon ein bisschen was passieren. Alles klar. Wo willst du hin? In welche Zu Richtung? diesem Seuchenherz. Hier links unten. Alles klar. Snotes, Futter und Farmbedarf.
Da würde ich ganz gerne ran und alle versuchen. Moin noch Kai und moin noch Bianca. Wollen wir direkt los? Klar. Das heißt, warte mal, ich habe sogar schon zwei Autos. Ja. Was? Oh, so richtig mit luxuriös mitfahren? Ja? Hier, wow. Guck mal. Meine Lieblingsfarbe. Verstehe ich. Kumpel von mir, die haben zwei Autos, also so klassische Familie halt, ein großes und so ein ganz kleines Ding für die Stadt. Ey! Okay. Ich wollte mal kurz, könnte man nicht die Türen hier aufmachen? Mit irgendeiner Taste? Ging das nicht irgendwie? Ja, genau. Linke Maustaste. Ich grüße dich vom Kai. Speed the fuck up, dude! Ich glaube, dann mache ich aber das Spiel mal ein bisschen leiser, damit man auch dich besser hört. Sag mal bitte was. Hallo, check. 1, 2, 1, 2. Was? Achso. This should clear up. But. But. Sorry. So, fahre ich auf jeden Fall ein bisschen näher ran als zum letzten Mal. Da ist ein bisschen was los. Ja, ich habe eine Armbrust. Aber sonst nicht allzu viel. Wie wechselte man nochmal seine Salöhr? I was hoping for more. Wie wechselst du nochmal Waffen? Schnell? Geht das? Oder musst du das übers Menü machen? Ich habe bis jetzt immer nur eine dabei, weil ich noch nicht so viel habe, deswegen bin ich noch nicht in die Verlegenheit gekommen. Und wir müssen das Zombie-Herz ja auch irgendwie, das Seuchen jetzt auch irgendwie wegsprengen, das ist das nächste Problem. Also wir können auch erstmal ein bisschen looten und gucken, dass wir irgendwas zum Sprengen kriegen, weil das letzte Mal habe ich da irgendwie drei Rohrbomben reingeschmissen und da ist irgendwie gar nichts passiert. Ha. Es macht doch Sinn, Nahkampfwaffe jetzt hier. Cool. Ah, okay, das ist direkt. Okay. Ja, wo willst du looten? Einfach hier. Ja. Ja, wir brauchen halt Sprengzeug. Sprenggedenken. Irgendwas. Oder ich weiß nicht, ob man auch mit normalen Waffen denen irgendwie Schaden machen kann. Im Tutorial haben sie gesagt, ich muss sprengen. Mhm. Ich glaube auch. Aber wie gesagt, ich hatte extra, deswegen haben sie mir im Tutorial, haben sie mir Rohrbomben gegeben. Ich hab drei Rohrbomben da reingeschmissen und da ist einfach nichts passiert. Yeah, that's locked. That was loud. It's clear for now. But in plague territory, more Zeds are always close. Boah, wieso kann ich das nicht gut? Ist das dunkel? Und ansonsten halt, bleibt dabei, wir brauchen ein bisschen Essen und wir brauchen auch weiterhin irgendwie ein bisschen von dem Eisen, damit halt auch ein bisschen was wird. Mal noch H2. Wieso? Pizza Slices. Achso, ich kann nur das mit hellen Items durchsuchen. Es gibt ja noch diese mit goldenen Symbol, das kenne ich gar nicht. I guess it's never too late to learn something new. Okay, meiner ist bei Medizin jetzt auf Maximum. Und noch Infinity Fanny. Ja, ich. Der Server hat auf mich gewartet. Ich war auch ganz erstaunt. Also bei mir war jetzt nicht allzu viel drin. Na, ich gucke auch gerade hier so ein bisschen. Ja, ich kriege so Schrauben und so ein Kram. Ich bin einfach nicht mehr in dem Spiel drin. Ich muss das erst mal lernen. Hey, ich habe ja auch gerade erst angefangen, ne? Also
So ist es nicht. Dann sind wir locker auf einem Level. Ja, wahrscheinlich. Ich finde jetzt hier irgendwie ganze Bücher. Toolkit, okay. Yeah, I don't think so. Ja, ich kann eigentlich schon wieder runtergehen. Aber die Bomben, ich glaube, die Bomben mussten wir nicht irgendwo bauen. Man konnte sie bei dem einen irgendwie kaufen, der hat die irgendwie gebaut. Ja. Ich habe aber C4 auch gefunden. Das erste Seuchenherz habe ich nämlich mit gefundenem C4 gekillt. Okay. Da habe ich zweimal was von rangeschmissen und dann war gut. Dann hat er durchgezogen. Jetzt aber langsam aber sicher mal ein bisschen näher ran. Was mit dem Armbrustgedöns ist ganz geil. Seuchenpröbe. Man kann mit allen Waffen Schaden am Herz machen, brauchst halt eine Menge DMG. Okay. Speichert er den Schaden, den ich vorher gemacht hatte am Herz? Weil dann hat es ja noch den Schaden von 3 Rohrbomben drin. Schwer zu sagen. Was? Ja, es sind ja schon echt ein paar hier. Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem. Auch nur noch ein Slot frei, also. Ja, ich habe auch schon das Auto vollgepackt. So ist nicht. How's that job you were working on coming? Was brauchen wir? Karten müssen befestigt werden. Was? Nee. Ich glaube, ich muss einfach auch tatsächlich nicht alles mitnehmen, was hier rumliegt. So traurig, wie es auch ist, aber ich glaube, die ballern mich zu sehr zu mit allem möglichen Zeug. Okay, das war okay. Das war gut. Das war Muni. Ich lasse jetzt erstmal echt alles liegen. Zum Großen und Ganzen, was wir nicht so unbedingt brauchen. Mit Snacks, ja. Ja, wo läufst du denn jetzt gerade rum? Ich bin in der Nähe vom Auto. Not gonna happen. Also ich habe eigentlich gescoutet von oben, ne? So ist nicht. Man müsste das halt schon durchaus ein bisschen rauskriegen, wo noch irgendwie was ist. Aber wir müssen halt dieses dämliche Seuchen jetzt eigentlich erstmal weg. Wir können mal zurück zur Base fahren. Ich kann ja mal gucken, ob ich vielleicht irgendwas habe, um nochmal C4 zu bauen oder sowas. Das könnte ich glaube, dafür müsstest du, glaube ich, so eine Werkbank haben. Keine Ahnung. Ja, was haben wir da aber? Es ist doch eh nicht weit. Ich würde sagen, wir fahren mal eben noch zurück. Ja. Blinke. Über den ganz alten Autos früher. Meine Horror Lost Places. Da liegen sie alle noch von vorhin. Sehr gut. How's it going? So. Schmeißen wir erstmal das rein. Was hast du denn alles hier drin? Ich habe alles reingeschmissen, was ich bis jetzt gefunden habe. Oh cool, wir können sogar zeitgleich drauf zugreifen. Hier, gucke mal. Ich habe noch eine Rohrbombe. Jo. Das ist doch schon mal ein Anfang. Also ich habe jetzt hier auf jeden Fall ein Versorgungshandbuch. Fähigkeit lernen. Ich pack das auch erstmal rein. Ja, so ein paar Bücher habe ich irgendwie gerade auch gefunden.
Seuchenproben gehen auch immer. Waffenüberreste auch. Feuerwehr. Ich habe jetzt hier noch ein Toolkit. Also, Kommandozentrale, Benzintank, Wachturm. Zerlegbar? Yeah, I don't think so. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie sowas wie eine Werkbank haben. Mm. Aber ich habe noch einen offenen Slot. Da könnte man eine Werkstatt bauen. Aber wir brauchen ja auf jeden Fall auch die Krankenstation. Also nee, ich glaube tatsächlich erstmal okay. Aktuell nicht so richtig. Okay. Okay, dokay. Dann nehme ich jetzt die Rohrbombe mit und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal wieder zurück. Wir versuchen was, ja. Wir können ich sollte ja dann nur ein bisschen Muni mitnehmen, ja, als das, was ich habe. Wir können einfach beide Autos mitnehmen, dann können wir noch mehr reinschmeißen. Kann man alles versuchen, ja. Also es gibt auf jeden Fall, da wo wir jetzt auch gerade looten waren, das Gebäude, was noch um eins weiter nördlich ist. Da zeigt er mir zum Beispiel auch an, oder zumindest gerade, doch da genau, dass es dort auch was zu essen gibt. Dann hätten wir wenigstens schon mal da einen gewissen Fortschritt. Mhm. Und es gibt weiter rechts nochmal ein Gebäude, schäbige rote Garage. Da gibt es anscheinend auch nochmal Eisen. Ah, ja. Das wäre ja schon nicht so schlecht. Das ist korrekt. Und vielleicht haben wir ja Glück und finden unterwegs irgendwie nochmal ein bisschen was Richtung Sprengzeug. Gleich da. Naja, du. Moin auch Silencer Fair, moin moin. Gut. Also beide Fahrzeuge mitnehmen. Ja, warum nicht? Jawohl. Dann fahre ich pink. Auf jeden Fall, genau die Geschichte, weil ich weiß gar nicht, die wollte ich mir erzählen. Da sind wir auch mit so einem ganz kleinen Auto durch die Gegend gefahren. Ich weiß gar nicht, was das heißt, aber irgendwie so ganz, ganz, ganz kleines und auch in knallen pink. Das war das Auto von seiner Freundin. Das war mal ganz witzig. Dann haben wir extra alle Fenster mal runtergedreht und die Musik voll aufgedreht und sind damit da immer durch die Gegend gefahren. Das war schon sehr witzig. Das Gebäude mit Eisen ist hier. Das mit Lebensmitteln müsste weiter mittig sein bei dir irgendwo. Das System, wie das Auto übrigens hier Schaden nimmt und sowas, wenn du es als Waffe einsetzt, finde ich eigentlich ganz geil. Ja. Ja, ja. Da hätte sich in DayZ durchaus mal eine Scheibe von abschneiden können. Moin. Ja, und ordentlich was los hier in der kleinen Stadt, trotz Apokalypse wieder. So, und hier sagt er halt, hier müsste es rein theoretisch Eise geben. Eise, Eise? Ja. Jetzt hoffen wir mal. Seems like there's not much left. Mal nochmal rein hier. Die lag einfach mal ein Gewehr auf dem Boden in so einem lila Paket. Na, siehst du? Als hättest du irgendjemand weggeschmissen oder so. Ja. Listen up. 50% sagt Frühstück, so ist richtig. Immer schön ein bisschen sich selbst Reserve halten. Gesundes Mittelmaß. Ist ganz wichtig. Was passiert eigentlich, wenn ich Schnellsuche mache mit Shift? Ja, dann bist du laut. Ja, ist ja doof. Das will ich nicht. So wie jetzt. Oder? Warst du laut? Nicht so, aber hier ist einer. Ah, der ist direkt bei mir dran.
Was will der von mir? I need a break. Ich sehe auch gerade, mein Seuchenlevel ist auch fast voll. Ich muss eigentlich mal gucken, dass ich was mache. Can't do it. Zwei Container gibt's hier noch, die durchsucht werden können. Ah, machst du schon. Man ist möglicherweise laut, dann kommen zwei zusätzliche Zombies, sagt der Cheddar. Ja. Dann ist er ja der Pro. Super. Im Cheddar kann man nur so eingeschränkt vertrauen. Ja, das hätte ich ach vergessen. So. Der ist auch Bayern-Fan, das hast du nicht vergessen. Ist immer so eine Sache mit dem. Ich glaube, ich brauche aber wirklich mal langsam einen anderen Char. Meine hat jetzt schon sehr arg gelitten. Klopft einer an die Tür? Ja, moin. Kommt. Gut bestellt. Hast du drin irgendwas gefunden Richtung Eisen? Nein. Das habe ich nicht. Nein, ich will das nicht. Brauchen das Zeug. Ich gehe wieder rein. Ich versuch's mal. Kann doch nicht sein. Das ist zu laut. Upsi. Ist ganz cool, dass man hier den Bolzen auch zum Teil wieder bekommt. Nein! Daneben geschossen. Das ist Hasse. Wenn du nochmal ein bisschen Medi-Stuff findest, ich habe jetzt irgendwie alles weggepackt. Mhm. Ich bräuchte, glaube ich, eine Kleinigkeit zur Aufdauer. Außer muss er sich hier, glaube ich, auch mal ausruhen. Ich muss wirklich gleich mal wechseln. Kann Folgendes bieten. Ich bin, glaube ich, auch im falschen Haus. Hier steht gar nichts dabei von wegen Eisen. Sehe ich gerade mal so. Ach. Das ist ja doof. Dann gehe ich, glaube ich, gleich mal eins weiter. Man kann es auch alleine spielen. Oh, schicker Schrank. Man kann es auch alleine spielen. Aber wie alles, was man mit mehreren spielen kann, ist es meistens cooler, wenn man es dann halt mit mehreren spielt. Ich habe einen Revolver gefunden und nochmal einen Medikit-Rucksack. Okay. Duckt er sich vorher? Okay, in 30 Minuten ist meiner dann irgendwann auch ein Zombie. Also ich muss den mal eben kurz zurückbringen. Aber jetzt hast du ja gesagt, jetzt kann ich auch einfach nur den wechseln und dann geht er ja selber zurück, oder was? Müsstest du mal gucken, weil ich glaube, über T kannst du das ja... Was, T? Nee, T ist Gefühl. Was war denn das? Ja. Kehre zur Basis im Außenposten zurück, um Charaktere zu wechseln. Okay, nicht. Ah, nee, musst du dort. Aber du kannst ja, ich meine, du konntest ja auch eine KI mitnehmen, meinte ich. Ja. Also ich bin aber auch voll schon, ne? Ich musste was ins Auto schmeißen. Nicht ins Lila, ne? Das ist auch schon voll. Das andere ist noch leer. Ich nehme jetzt den Lila, ne? Dann fahre ich jetzt erstmal zurück und komme mit einem anderen Char wieder. Der andere müsste noch ziemlich leer sein, das müsste gehen. Mhm. Ich muss mal schauen, ob ich jetzt überhaupt noch Antivirus-Zeug habe. Also, aus den Zombies, diese Grundressource, die habe ich, die sie mir im Tutorial gezeigt haben. Die habe ich ein paar Mal schon gesammelt. Aber ich muss das ja noch irgendwie verarbeiten und dafür brauche ich wahrscheinlich die Medstation und die Medstation habe ich noch nicht. Wir brauchen das Metall und zwar Schnellikowski. Dann können wir sie craften. Schnellikowski. Ich muss zurück zum Haus, sonst werde ich... Ich muss näher zu dir ran. Warte, ich komme mich nicht zu weit entfernen. Ich komme dir noch entgegen, ich bin ja noch im Auto. Nee, ich fahr schon. Und auch mich, hä? Ganz normale Samstag in Berlin eigentlich. Mal sehen. Ach. Es ist wichtig, dass ich bei dir bleibe, das Spiel möchte das.
Geht's wieder? Ja, da bist du. Ah, Essex, oh ja. Schön der Morgen danach vor allen Dingen. Nach der Clubnacht. Dann sieht das hier genauso aus. You know, I just feel like I'm in the right place for the right people. Much obliged. Okay, dann wollen wir mal. Auf jeden Fall muss hier. Muss die Tröte hier schon mal repariert werden. Seuchenprobe, genau. Das hätte ich. Ich pack das mal auch lieber schnell rein. Okay, der ist durch. How's it going? 27 Minuten habe ich noch. Tja. Cardio. Ich nehme erstmal ihn, den hatte ich hier noch nie. Geil, der hat seine ganze Muni hier oben verballert oder was. Das ist ja sehr freundlich. Der hat sogar noch einmal Essen auf dem Rücken. Was ist denn mit dem verkehrt? Take care. Das ist ja mal richtig frech. Er hat ja gebunkert. If we can get our hands on some cure, we might have to do something drastic. Hey, I made it back with plenty of stuff. Und der hat einen M16 auf dem Rücken oder so eine AR-15 oder so, so ein typisches Ding. So, pass mal auf, das schmeißen wir rein. Genau, du kannst Begleiter anwerben, du kannst eine KI mitschleppen. Genau. Mach doch mal die Tür zu hier. We need a new source of construction material. Was ist denn jetzt mein großer Rucksack da? Käffchen gibt es hier, Rohrbombe nehmen wir mit. So, warte mal, hier da. Erste-Hilfe-Kasten, Schmerzmittel, starkes Schmerzmittel, Verband, Kaffee, Snacks. Nee, ich hab nichts dafür. Das heißt, wir brauchen ganz schnell Eisen, um die Medstation aufzubauen. Und zwar ganz schnell. Wir haben noch vielleicht so 20 Minuten Zeit. Dann los. Hm, warte. Ich nehme noch schnell einen Revolver mit. Wo ist der Revolver her? Da. Okay, wäre soweit. Nice. Hab ich gerade die Tür kaputt gemacht? Nee, das klang irgendwie so. Okay, wir müssen eigentlich dann genau dahin zurück, wo wir jetzt gerade waren. Das Geile ist, wir haben auf halbem Wege immer noch zwei Zombie-Horden. Ah ja. Aber wir brauchen das Eisen. Und zwar fix kostet. Jawohl, bin gleich da. Wirklich so weit, Micha? Ich glaube, da hat das Sekretariat ein bisschen geschlafen. Ist ja der Wahnsinn, Swapper! Was? Ja, der Micha hat Geburtstag. Was? Weißt du, was das bedeutet? Oh oh. Oh, scheiße, Fuffi im Club, oder ho ho ho. Wir können auch noch ein, zwei Sekunden warten, dann kann Früchtchen auch noch mitsingen. Dann haben wir einen dreifachen Kanon. Better not screw around here if I want to avoid blood plague. Doch, F. Nee, da ist das Haus. Für Flashlight. So, ich glaube, wir sind hier schon mal richtig. Sollte nicht. Ja, klar. Stopp, dem ist gar nicht so. Was? Ja, was denn nun? Nee, aber hat er mich ja nicht schon? Weiß nicht.
Dem ist gar nicht so. Das bringt Unglück. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Mir wäre so, als hätte ich mich ja eigentlich dieses Jahr schon mal gratuliert. Hm. Dann mach's kein zweites Mal. Ich bin nur Mitläufer. Da war ich schon drin. Da war nichts drin. Irgendwie. Aber hier muss es. Nee, hier guck mal, hier ist 0 von 5. Hier müssen wir noch. Oh, hier ist eine Horde. Ah. Dann geh du mal rein. Kümmer dich. Ich kümmere mich um hier. Ja, sobald ich das Eisen habe, fahre ich auch instant zurück, um wieder zu bauen. Jawohl. Um den da zu retten. Oh, noch Cookie. Nice. Nice, sagt er. Nice. Ist tatsächlich ganz gut. Kann ich den Wagen reparieren, den einen. Na komm schon. That's it? Ein Molly. Geil. Jetzt haben wir schon zweimal irgendwas extra für ein Zombie-Herz. Vor allen Dingen hätte ich das gestern Abend gewusst, dann wäre ich ja noch... wäre ich nicht schlafen gegangen, hätte ich die letzten paar Minuten dann auch noch irgendwie gewartet. Wo ich echt durch war, keine Ahnung. Ja, ich hab's. Ich gehe zurück. Hier ist noch ein Kissen drin, hier gibt's guten Stuff drin. Ich konnte, glaube ich, vorhin nur nicht alles looten hier. Eine Kiste ist noch drin. Und ich habe schickes Zeug gefunden, also wirklich auch Repair-Kits und allem und irgendwas. Ja, also die hier drin ist, die kann ich nicht looten. Okay. Hört mir auf. Können wir doppelt looten? Teilen wir das nicht? Vielleicht bin ich zu dumm. Ja, vielleicht teilen wir ja. Also, vielleicht haben wir halt nicht. Vielleicht können wir beide dieselben Kisten immer gleich zweimal looten. Also alles, was hier mit so einem goldenen Loot-Symbol ist oder gelben Loot-Symbol, kann ich nicht looten. Okay. Also ich fahre jetzt erstmal zurück. So oder so. Geht nicht anders. Okay, ja, ich muss ja mit. Moin, Reaktor-Man. Okay. Hier gibt's eine offizielle Horde, glaube ich, gerade. Irgendwas so. Ja, ich fahr weiter. Es gab so einen schrecklichen Schrei. Ach, das war die Horde. Was? Wow. Ich dachte, Früchte wären gerade dazu gekommen. Wow. So, okay, jetzt Baseball. Einmal die Krankenstation, bitte. Gucken wir mal eben. Er hat noch 19 Minuten 50. Ja, es braucht 5 Minuten, braucht es tatsächlich, bis sie fertig gebaut ist. Weißt du, was man alles nochmal brauchte fürs Gegengift? Ich nicht. Es gibt hier eine Krankenstation. Ah nee, die wird gebaut. Okay, vergiss. Wollte schon sagen. Also für für PC gibt es definitiv. Ich weiß nicht, für was es das noch gibt. Aber du, ne? Guck mal. Ich lass einfach mal die Google-Magie sprühen. Ich gebe jetzt einfach mal ein State of Decay 2. Kurz AFK. Ja, bis gleich. PlayStation. Und ich sehe es auf jeden Fall schon, PlayStation 4. Hat mich wunderbare 5 Sekunden gekostet. Dann musst du jetzt aber wirklich den Schrei mit Discord kommen. Ja, sehe ich auch richtig. Ja, wer drin? Jetzt müssen wir trotzdem mal eben gucken, ob ich das mit dem Micha rauskriege. Aber eigentlich dachte ich, das wär's.
Also, was habe ich denn noch dabei? Ich muss den ganzen Rest hier eigentlich auch nochmal irgendwie so ein bisschen einlagern. Guck mal, Molly ist ja echt schon nicht verkehrt. Schützenmine, ein Karton voll mit primitivem Sprengstoff. Mit einfachen Nägeln und Batteriezünder. Nach ein paar Sekunden fliegt das Ding bei der ersten Berührung in die Luft. Ja, klingt doch geil. Ich glaube, das sollten wir auch mitnehmen. Hier Seuchenprobe. Hier ist die Muni. Ich repariere mal so lange die Autos. With enough salt and pepper, you can eat just about anything. Trust me. So, Essen. Naja, müssen wir tatsächlich eigentlich auch noch. Was ist denn mit unserer. Was ist eigentlich mit unserer Farm? Ich habe doch extra eine Farm angebaut, dass wir mal ein bisschen eigenes Essen produzieren. Scheint bis jetzt noch nicht so ganz so zu klappen. So. Sprit sieht eigentlich bei beiden noch ganz anständig aus. Da, guck mal, selbst in-game gibt's Kaffee. Das ist doch schon mal ganz nice. So, immer noch 5 Minuten. Warte mal, kann ich eine Kleinigkeit währenddessen ja noch looten? Was haben wir denn hier? This is Cleo. Observed population density in area designated Trumbull Valley is beneath baseline target. Citizens are instructed to relocate to area designated Trumbull Valley at their earliest convenience. Sieht ja irgendwie alles nicht so richtig geil aus. Dann fahre ich da mal kurz hin und versuche da ein bisschen Essen zu holen. So lange. Okay. Also, Micha hat gerade geantwortet, er hat offiziell Geburtstag. Das heißt, gleich können wir ein bisschen, singen. Das ist ja wunderprächtig. Ich bin nämlich genau in Singstimmung heute. Schon die ganze Zeit. So, können los. Also, ich würde sagen, bist du bereit, Zwerber? Auf jeden Fall, bestimmt. Am Fenster heute Morgen, da piepst es ohne Sorgen. Die Spatzen und die Meisen. Ja, was soll das denn heißen? Der Micha hat Geburtstag. Aha, okay. Das weiß ich ganz genau. Kannst du mir das nächste Mal einen Songtext vorher zuschicken, dann kann ich den mitsingen. Ich kann's nur bis exakt hierhin, mehr weiß ich nicht. Das haben wir immer gesungen, als ich noch im Kindergarten war oder so. Und mehr ist davon bis heute nicht übrig geblieben. Ah. Moin auf Space. Nada. Zilt. Nothing. Hier ist irgendwie so ein großes blaues, so eine große Kiste. Guck mal, die leuchtet auch so komisch auf. Aber ich kann die nicht looten. Aber ich kann sie looten. Weil sie deine Farbe hat. Kannst du mal sehen, also der Loot ist zugeordnet. Kannst du, oh ja, ja, das ist alles klar. Mhm. Hier hat alles seine Ordnung. Klassische Armbrust, also das nehme ich jetzt nicht mit. Oh, ich hab einen Muni-Kanister gefunden. Essen gäbe es hier nämlich vielleicht auch noch. Ich wusste jetzt nicht, wie lange du weg warst, aber hol mal jetzt vielleicht eine Kleinigkeit an Pizza, ne? So, wie war das mit dem Einladen? Okay, Pause! Wir müssen uns bei Xbox irgendwie befreunden, Früchtchen. Das können wir gleich mal machen. Das Problem ist, ich glaube, ich muss dafür den Hintergrund ausblenden, weil ich muss mich da irgendwie mit Skype und irgendwas einmelden. Das mache ich mit meiner Telefonnummer. Windows sei Dank. Mit allem und irgendwie was. Ich weiß nicht, ob Swapper. Also wenn du... Ja, kannst du immer versuchen. Ich kann es kurz versuchen. Das war natürlich easy peasy. I can't carry that.
Nee, kann ich nicht. Kann nur der Horst. Machen wir gleich. Warte kurz, Rüstchen. Ich fahre dann gleich kurz noch in die Base. Also bin ja quasi durch. Ja, wir müssen ja noch den einen komischen Dude jetzt gleich eh heilen. Dann müssen wir das da halbwegs haben. Aber das Prinzip hier wirklich, dass du quasi so eine Base aufbaust, die so am Leben hältst und dafür auch irgendwie lootest, finde ich mega cool. Das ist so ein bisschen so das, was ich mir immer so ein bisschen erhofft hatte, wie es bei DayZ halt irgendwie eigentlich sein sollte, ne? Dass man da zusammen so sein Ding irgendwie aufbaut und in der Gruppe versucht, das Ganze am Leben zu halten. Oder anders ausgedrückt, das, was du bei Tarkov als Unterschlupf hast, quasi weitergedacht und als Gruppe, also Coup. Nothing left to find here. Und von all den Survival-Spielchen, die wir bis jetzt da so hatten, ist das hier tatsächlich das, was am nächsten da irgendwie rankommt. Das ist ganz geil. Ja, man muss es halt dann über die Xbox-App machen. Das heißt, du musst dann erstmal Twitch mit Xbox verbinden und dann nochmal befreunden, obwohl man sich ja schon bei Steam hat. Ich sag ja, sobald Microsoft irgendwo mit da reinkommt bei Spielen, wird es immer maximalst kompliziert. Und auch nicht leicht, das ist eh das Geilste, ne? Und dann ist es meistens nicht garantiert, dass es auch funktioniert, sondern, ja. Die Service-Hotline von Microsoft und ich sind durchaus alte Bekannte. So, jetzt muss ich mal gucken, wie das ging. So. Warte mal, ich guck mal eben, wie viel Zeit ich noch mit dem habe. 11 Minuten. Okay, dann laden wir jetzt erstmal Früchtchen an. Ups. Okay, Früchtchen. Dann... Verwalte deine Freunde. Nein, da lande ich einfach nur auf der Übersichtsseite von der Xbox-Seite. Ah, was ist das für ein Scheiß? Okay, warte. Verknüpfung verwalten. Ich glaube, das war richtig. Da bin ich irgendwo... Ja, jetzt muss ich es nochmal verknüpfen. Jetzt bin ich schon mal hier. Ich denke mal, bei Steam haben wir uns. Da könnte was gehen. Wäre natürlich Wahnsinn, wenn das Ganze hier gut geordnet wäre. So alphabetisch zum Beispiel. Tja. Haben wir uns bei Steam gar nicht, Früchtchen? Essen, komm schon mal in den Sprachchat rein. Das macht's ein bisschen einfacher. Oh, moin, Dakra. Danke für deinen Raid. Vielen Dank. Moin. Und Willkömmchen. Schönen Samstag vor allen Dingen. Shoutout. Username. Bam. Moin. Hallo. Moin. Guck. Was geht? Der Schrei gerade ist leider in deinem Raid-Dank untergegangen. Ach so. Ist ja kein Problem. Sowas kann man ja wiederholen. Zum Beispiel jetzt. Nein. Das gibt's nur einmal. Sie haben halt die Xbox-App auch umgebaut, ne? Früher gab es ja dieses Konsolending. Ja. Gibt es den überhaupt noch? Länger halte ich die peinliche Stille auch nicht mehr aus. ich weiß es nicht. Aber warte mal. Wir beide haben wir uns bei Steam? Ja. Das ist schon mal gut. Also ich habe hier eine diverse Liste. Heißt du bei Xbox auch so wie bei Steam? Ich heiße ein Leerzeichen Früchtchen. Also, so wie es in den Chat auch geschrieben hatte. Großes Ein, großes Früchtchen. Also, First Letter. Okay, das heißt, ich muss jetzt nochmal kurz dann durchgehen, weil, wie gesagt, es ist leider nicht sortiert. Guten Morgen, Dakra. That's terrific. Hi. See you around.
We ought to clear out some infestations. They're just gonna get worse. Ich weiß gar nicht, wie ich heiße. Wahrscheinlich die Prototypen. Die Prototypen. Die Leerzeichen-Prototypen. So, ich versuch's mal über Steam. Aber das hat bei Swapperphone auch nicht geklappt. Ja, einladen musst du ja, wenn ihr befreundet seid, gehst du auf gehst du über Escape ins Menü, gehst auf Einstellungen, gehst dort auf befreundet. Mehr Spieler. Ja, ich kann dich zum Spielen einladen, warum auch immer. Ich kann Früchte jetzt ja, über Steam einladen, wie er rechts geht. Ja, habe ich gemacht. Nehme ich den Charakter mit, den ich jetzt hier habe? Du wirst gleich nochmal gefragt, welchen Charakter du mitnehmen willst. Wo sind denn die Einladungen? Escape? Ja, Escape. Mehrspieler? Mehrspieler. Oh, nee, Einstellungen Mehrspieler. War das da? Ich konnte dich vorhin nicht einladen, Swapper, nee. Über Steam. Was soll das denn? Ich auch. Ich habe das Spiel in Steam hinzugefügt, vielleicht deswegen. Swapper hat es aber über Xbox. Steam. Nee, ja? Okay. Bei mir ist auch in Steam zugefügt. Ich habe es auch über Steam. Also ich habe es mir auch direkt über Steam hier gekauft. Ich habe über Epic. Damn. That is a lot of zombies out there. Wo könnte ich das annehmen? Das ist eine gute Frage. So wird gespielt. Nee, ich will keine Übertragung. Das war das Falsche. Also als ich die Einladung von Max bekommen habe, dann war bei mir im Spiel erstmal die Info als Pop-up, dass ich eine Einladung bekommen habe und dann musste ich über Escape-Einstellungen annehmen. Da hat mich ein Ausrufezeichen hingeführt. Auf Escape? Nee, hab ich nix. Ich kann nur 3 Einladungen versenden. Du warst aber schon im Spiel, ne? Ja, muss ich. Musst du auch, anders geht's gar nicht. Ich bin aber der Meinung, dass man über Steam letztendlich nicht einladen konnte, auch wenn es dran stand. So. Hey, careful. This won't be easy, but we have to defend Reactor our home. Hey, ihr schreit irgendwas? Naja, da kommt so eine kleine Welle. Google das mal. Okay, ich. Is that it? I can't tell if there's another wave on the way. Zweite Welle kommt, okay. Kommen jetzt mehrere oder was? Mehrere Wellen? Es steht halt oben in der Ecke. Zweite Welle nähert sich. Okay. Wir haben noch den Dude, der fast an der Zombie-Zeug drauf geht. Ja, sonst kümmere dich kurz um ihn. Okay. Streicheln und so. Weißt doch, Zauberhand aus PUBG. That's a bloater. Okay, der müsste jetzt ja hier irgendwie, genau. Hallo. It's not over yet. There's gotta be a cure for this. Ich hab das jetzt. We're gonna work through this. I think I'm gonna take a sick day. How's it going? I hope you're not sick, because I am. We're not gonna let you go then. Einladen oder seid ihr am Wellen bekämpfen? What? Gleich kann ich, warte. Ich hab dem gerade jetzt erstmal die Heilung gegeben. Ich hab gerade so gerettet. Such mal so lange, wie ich dich bei Xbox hinzufügen kann. I got knocked back a bit, but I'm good to go. Augenfreundchen, moin auf Nordmann. Ja, ich musste kurz in diese Freundeseinladungsgedöns und sowas. Und ich weiß nicht, was man da alles halt sehen konnte, deswegen mussten wir gucken. Ich habe deswegen kurz das Spiel ausgeblendet gehabt, das war alles. Wir versuchen halt zu joinen und wie gesagt, Microsoft, schwierig. Watch out. There's a feral over there.
reload. Okay, dann versuch's. Ouch. Okay, that's bad. I got nothing left. Okay. Schreien. Gleich, wo ich hin. Hier kommen gerade echt relativ viele an. Ja, ja, ich hab dir ein Video geschickt. Ich hoffe, wie sie ins Spiel kommt. Ja. Okay, die Wellen haben wir abgewehrt. Jetzt ist, glaube ich, erstmal ein bisschen wieder ruhiger. So, dann noch einmal. Zum Spielen einladen. Ja, aber wir müssen ja erst auf Xbox befreundet sein. Ich bin auch der Meinung, das geht nicht über Steam. Das geht nicht über Steam, ich glaub's auch nicht. Ich suche jetzt erstmal, wie wir uns auf Xbox überhaupt adden können. So. Das Geile ist, jetzt schmeißt er mich auch in diesen dämlichen Browser von der Xbox-App. Das wird echt immer besser. Freunde. Ach, er will echt, dass ich schlafe? Oh Mann, nee, ne? Nö, will ich nicht. So, ein... Vielleicht finde ich dich hier einfach so. Früchtchen. Mit Leerzeichen zwischen ein und Früchtchen. Mhm. Ich finde nicht mal, wo man Freunde suchen kann. Aber das Video zeigt dir das. Was er mir ausgibt der als Xbox. Vorschläge, ist ein Team, ein Ebert, ein Wort, ein Bäcker. Was? Ich liebe Microsoft. Ja, aber wo finde ich denn diese Xbox Social Server? Da komme ich nicht hin. Du musst über einen Browser rein, dich quasi einmal dort einloggen bei Xbox und dann kann ich links oben auf Profil klicken und dann sehe ich meine Freunde. Genau, die sehe ich auch, meine Freunde und ja. Follower. Genau. Also ich habe nichts anderes gemacht als Xbox und Steam miteinander verbunden. Dementsprechend hatte ich sofort die Prototypen drinstehen. Denen bin ich gefolgt und danach war das bei mir durch. Ja, aber ich finde ja nicht mal die Freunde oder die Leute, denen ich folgen kann. Ich habe das auch alles verbunden. Also? Ich hab Escape, dich jetzt Mehrspieler, daran steht's drin. Ich habe dich jetzt gefunden und habe dich als Freund hinzugefügt. Im Spiel. Einmal Escape, Mehrspieler, Kontoverknüpfung verwalten und dann geht ein Pop-up auf. Mal noch Herbert Zill los. Also ich habe dich tatsächlich jetzt hinzugefügt. Vielleicht ploppt ja wenigstens irgendwo irgendwas jetzt auf dadurch. Bei Freunde und Clubs rechts, da gibt es eine Suchfläche. Und da kannst du auch Leute suchen drüber, die du nicht bei deinen Freunden hast. Das haben sie noch nicht richtig beschrieben, aber okay. Du suchst darüber auch. So habe ich dich jetzt gefunden. In dieser App oder was? In dieser Xbox-App oder wo? Ich glaube, ich bin nicht in der App, ich bin im Browser, aber irgendwie in den Browser von der Xbox-App gelandet. Und da bin ich jetzt quasi eingeloggt mit meinem Xbox-Profil und konnte oben links halt auf Profil klicken. Und da einfach das sieht so aus, als wenn du eigentlich in deinen Freunden suchst, aber such dann wirklich komplett alles. Und da habe ich dich jetzt gefunden und da habe ich jetzt auch reingeschrieben von wegen Freund, Gedöns und so weiter. Da habe ich dich jetzt auch gefunden. Schöne lange Haare hast du. Mm.
Und jetzt müsste es rein theoretisch... Ah ja, gucke mal. Das sieht doch, das sieht doch besser aus. Man halte mal wieder fest, ja. Wie lange wir dafür gebraucht haben. Drei Leute, ja, die jetzt, sagen wir mal, schon ein bisschen Ahnung haben damit in Sachen PC-Spielen und sich schon mal bei anderen Spielen eingeloggt haben. Inklusive, dass bei Swapper und mir das ja schon funktioniert hat, haben wir jetzt trotzdem so lange gebraucht. Ja. Das ist Xbox, beziehungsweise Microsoft Store. Das ist ein Talent, das kann man auch nicht beschreiben, wie die das machen. Das ist richtig, das geht auch nicht, ja. Military and tactical training. So, ich lade dich jetzt nochmal ein. Jetzt müsst du was... Ich komm schon. Ich muss noch wählen und Spiel beitreten klicken und Schwierigkeit bestätigen und. Ja, Max ist schwierig, das kann ich bestätigen. That's my last Habe ich auch bestätigt. Sehr gut. Jetzt warten wir auf den Horst. Hallo Horst. Der Horst ist verschwunden. Hallo? Hallo? Da steht Robert. Da steht Trevor. Ah ja, gucke mal. Ich bin hier. Bei mir hast du dich... du hast den Char gewechselt. Bei mir hast du dich einfach weggeportet. Ich stand direkt vor dir und dann war blub, warst du weg. Ich sehe gerade, so ein paar von mir sind irgendwie so ein bisschen angeknackst. Ich glaube, den muss ich noch mal ein bisschen in der Krankenstation verhelfen. Deswegen habe ich auch einmal gewechselt. Meiner war auch schon etwas müde. Meiner ist stabil. Oh. Sauber. So, das heißt, wir kümmern uns jetzt irgendwie weiter um das tolle... Solchen jetzt. Aber ich habe noch Molly gefunden und ich habe noch irgendwie so eine Munitionsmine oder so nennt sich das gefunden. Tja. Also... Sag mal so, ne? Da ginge vielleicht was. Aber die sind... Ich brauche auch schon wieder mehr Medi-Stuff, weil irgendwie die Hälfte meiner Boys und Girls irgendwie ein bisschen im Arsch ist. Was ist denn Crossfire Sierra Squad? Ich glaube, das habe ich sogar in meiner Wunschliste. Oh, sieht mir aber sehr stark nach einem VR-Spiel aus. Sieht so ein bisschen nach einem COD-Klon aus. Ich guck mal. Ich lasse es mal erstmal offen. Ja, naja, ne? Worauf habt ihr Bock? Wollen wir das machen? Oder? Deine Story, sag an. Wir are supporter. Dann wir haben hier nichts zu verlieren. Oder nichts zu sagen. Ich nehme mal die Tori. Also, wir haben nichts mehr in Sachen Metzeug. Ich habe eine Apotheke kurz markiert. Essen haben wir jetzt wieder ein bisschen. Eise fehlt immer noch. Aber wir müssen eigentlich auch dieses dämliche Herz halt irgendwie mal kaputt machen. Ja. Aber musst du ein bestimmtes oder geht eigentlich jedes Gebäude, wo ein solches Herz drin ist? Ja, das hier in der Nähe, würde ich sagen. Ne? Damit wir halt die Stadt endlich mal entspannter looten können. Das hat er halt gesagt, ne? Okay. Na dann. Ich rüste gerade mal so ein bisschen aus. Ich loot mal schnell eine Apotheke. Soll ich mitkommen? Ja. Kannst du gerne tun. Musst du gehen? Du bist schon dort. Ich bin angekommen gerade. Ich bin nur... So weit kann ich ja nicht laufen. Mehr als 500 Meter darf man sich nicht vom Horst entfernen. Haha. Ne? Ein Ring, sie zu knechten, sage ich nur. So. Und frucht die nicht verwundert sein, das, was du looten kannst, hat deine Farbe. Ja, daran erinnere ich mich. Und ich habe mich da voll nicht dran erinnert. Der Robot jetzt das ganze Zeug? Ja, genau.
Status der Heimatbasis deprimiert. Okay. Oh oh. Ich soll auch noch einen Garten bauen, um Kräuter anzubauen, aber ich habe doch den Platz gar nicht mehr. Was wollen die denn von mir? Soll ich das machen? Ach, bestimmt geht das irgendwie. Für dich. Hallo. So. Sprengzeug. Olli? Schützenmine? Okay, ich habe jetzt alles dabei, was irgendwie explosive ist. Dann gucken wir mal. Jetzt klingelt's bei mir. Ja. So, ich komme mal zu euch. Ja, ja. Wir lassen Früchte einfach mal. Ach ne, wir müssen ja in der Nähe bleiben. Naja. Jetzt hätte ich gesagt, lassen wir mal den Wagen hier. Habt ihr schon Medi-Stuff gefunden? Ich habe einmal Medi gefunden. Ein Päckle. Ja, dann suche ich jetzt auch nochmal ein bisschen durch. Wir können ja auch gar nicht, ja. Also, dass wir uns den Loot quasi nicht teilen oder nicht die gleichen Sachen looten können, ist ein bisschen komisch. There you are. Ne, jeder hat seinen eigenen Loot in jedem Gebäude. So. Oh. Ja, ja. Du wieder da. Bibi. Und auch JDM Lover. Oh, oh. We could find some use for that, maybe. Das bin ich orange, ne? Ja. Better than nothing. Moin, JDM. Ich hätte immer doch wieder irgendwas mit Autos, ja, richtig? Ich erinnere mich an das letzte Autospiel, das ich gespielt hatte. War, glaube ich, auch was mit JDM. War das nicht irgendwie japanisches Autotuning oder sowas? Time to move on from here. Not gonna fit. Also das Medpack habe ich gefunden, das große. Genau, yeah, siehst du? Tatsächlich was gelernt aus dem letzten Spiel. Das ist ja Wahnsinn. So, das schmeißen wir rein. Ich würde mal ins pinke Auto hinten meine Explosives aufteilen, dass jeder eins hat. Das sind drei unterschiedliche. Okay. Da ist jetzt noch ein Molly drin und einmal die Schützenmine drin. Okidoki. Dann versuchen wir es einfach irgendwie mal. Gehen wir ran, ne? Versuchen wir es jetzt. Ah, ich denke auch, was soll passieren? Außer Permadeath. Was soll passieren? Genau. Ihr habt ja hoffentlich nicht eure stärksten Chars mitgenommen. Das weiß ich gar nicht mehr. Da sind, glaube ich, noch drei gelbe Kisten drin, Max, hier in dem rechten. Warst du da drin? Ah, ich glaube nur nicht, ne? Eine infizierte Horde ist unterwegs. Yay. Na, klasse. Wir sollten uns beeilen. Nicht, dass die uns noch... Dass wir vor lauter Horden gar nicht dazukommen, uns um das Herz zu kümmern. Vor allem, ich glaube, das wird jetzt ja irgendwie immer stärker, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn du einmal vorbeigeschaut hast. Ich sehe schon die... Also ich sehe die Horde auf der Map. Die kommt uns so direkt gerade in... Ja, klasse. Na, ich bin weg. Tschüss. Bitte. Okay, ich hab das Medipack, das große. Ja, lass einfach einsteigen. Kann ich sitzen. So, warte, dann geh ich auf die... Was ist denn jetzt los? Ich wollte nicht fahren. Boah, wie schnell das nach hinten gehen würde, meine Güte. Fahren Sie los. Na dann. Horde ist gleich da. If I take out the nearest plague heart, this should clear up. Es ist da vorne rechts drin. Zwei, drei umfahren und beim Rest einfach dann
Platz. Es sind auch weniger da. Wo war das hier? Irgendwo? Ich glaube hier genau, da vorne links. Okay, habt ihr das Sprengzeug mitgenommen? Wie komme ich raus? Ja, na klar, natürlich nicht. Was ist denn das Sprengzeug? Die Mine? Ich glaube ja. Ich weiß es nicht genau. Ich hab die jetzt zum ersten Mal so gefunden. Es klingt von der Beschreibung her so, als könnten wir das dafür nutzen. Aber ich weiß es nicht genau. Ich hab mal die Mine mitgenommen. Was sind denn Red Claws? Ich spiel's halt wirklich jetzt so ziemlich zum ersten Mal, JDM, ne? Gestern die ersten 4 Stunden gespielt, also spiel's jetzt seit 5 Stunden. Na dann. On the run. Na dann. The quicker I get this done, the better. Hier ist es. Fire in the hole! Da. So ist weg. Yay! Ich glaube, Früchte hat Probleme. Ja. Sie war zu dicht dran. Ja. Kannst nur du looten, das Herz? Ich bin auch schon relativ voll, tatsächlich. Nein, entleer dich. Nein, das mache ich immer vor dem Stream. Ach so. Die ich nicht. Yep, eine Bar. Oh, ein besserer Rucksack, auch nicht schlecht. Ja, ist zu viel, um es mit einmal mitzunehmen. Na dann, hol's Auto. Oder soll ich das Auto holen? Nö, ich bin schon unterwegs. Okay. Jetzt können wir eh die Stadt eigentlich ganz entspannt looten. Jetzt müssen wir eigentlich echt wieder beide Autos mitnehmen. Ich glaube, das Auto ist aber schon fast voll. Ja, wir haben ja was rausgenommen. Ja, aber ich leg das jetzt wieder rein. Ich schlepp die ja nicht mit rum. Ach, jetzt. Psst. Ey. Nimm ihn doch nicht diese Illusion. Ey. Ja, ich werd gleich. Ich pack jetzt. Also, ich würde sagen, wir haben alles voll. Dann gehen wir zurück. Dann holen wir 2 Autos. Hüpp, nein. Das wollte ich nicht. Und dann heißt's aber jetzt hier mal richtig anständig looten. Okay, ich bin noch voll. Da passt nicht mehr viel. Ja, yeah, ich kann hinten mitfahren. Hoch die Pferde. Hä? Richtig so. Und jetzt rechts. Ich wollte nur nicht wie ein PUBG die Laterne mitnehmen. Geht das hier? Nein. Okay, deswegen. Schaden am Auto. Ja, perfekt. Das hat ja schon mal gut geklappt. F ist Licht, E ist Aussteigen, okay. Kann ich es denn diesmal nicht in die Basis reinschmeißen über das Auto? Kann ich, weil ich nicht weit genug vorne stehe? Vielleicht muss ich es auch da kurz nochmal in die Parkanlage fahren. Ich glaube, dieses. Ach, das wird es noch überleben bis dahin bestimmt. Rote Klaue sind sehr gute Chars, weil die Special Ops Einheiten sind außerhalb für. Okay, cool. Ich weiß gar nicht, ob ich davon überhaupt schon einen habe. Hey, jetzt geht's. Ja, nice. Ja, jetzt, ne? Jetzt groß looten hier. How's it going? Den Robert, den werden wir noch mal kurz heilen. Ja, ich bin auch ready. Aber warte, ich nehme auch einen größeren Rucksack mit. Was habt denn ihr da eigentlich für Rucksäcke? Die sehen irgendwie noch deutlich härter aus als die, die ich habe. Das ist ein 8-Slot. Achso, na dann geht's ja sogar. Aber bei dir lag doch auch ein 8-Slot. Ja. Sogar in der Base drin, ja. Ich hab 2 8-Slot-Rucksäcke mittlerweile sogar schon. Okay, dann wollen wir.
Wir müssen ja jetzt in zwei Sachen fahren. Wer nimmt mich mit? Der Freischein. Wir schließen wäre gut, oder? Ach, Quark. Die schließt sich irgendwann von alleine. Sava, kannst du fahren, bitte? Kannst du uns irgendwie schieben oder so? Na, fahr ich, bis dann. Ah, der hat sich automatisch auf den Fahrersitz gesetzt. Ich hab eigentlich die 1 gedrückt, aber es ging nicht. Ich hab eigentlich nur E gedrückt, oder? Jetzt looten wir die Stadt. Sava, du hast da irgendwas mitgebracht. Zack. Das war's. Curveball-Menüs? No, hab ich vorhin Curveball auch gesehen. Hab's nicht begriffen. Explosive Schleim-Zombies? Die Mischung aus Deutsch und Englisch ist fantastisch. Zombies explodieren mit Schleim. Okay. So. Nobody here but us. Bon arrive, vapeur. Oh, goody. Oh, hey, that's gonna come in handy. Wie bekomme ich denn eigentlich so einen Außenposten-Slot, dass ich hier daraus eine Base machen kann? Not bad. They're not great. Okay. Also irgendwann kannst du umziehen, wenn ich es richtig weiß. Ja, das habe ich schon gemacht. Aber du kannst ja so Außenposten, also nicht komplett deine Base verlegen, sondern so Außenposten bestimmen. Das konnte ich irgendwie zweimal am Anfang machen. Aber jetzt fehlen mir irgendwie diese Punkte. Und dann kriegt man die bestimmt irgendwie. Bestimmt. No deadheads left around here. I can find a use for this. Das war mir ganz cool. Im Stream JDM ist es meistens eher immer so eine Sache mit den Mitspielern. Da ist gar mal ganz cool, wenn ich das dann eher mit Leuten mache, die ich auch kenne. Allein, weil man halt auch spricht und irgendwas und so. Ne? Das ist halt nicht einfach nur spielen, sondern streamen. Nicht böse gemeint, aber das ist tatsächlich in der Regel immer die bessere Variante. Auch wegen Persönlichkeitsrechten. Jugendschutz, da kommt ganz viel mit rein, was ich irgendwie ein bisschen dann hier und da abklären müsste. Das ist halt immer deutlich leichter, wenn ich mit Leuten zusammenspiele, die ich auch schon kenne. That's it. Ich habe eh irgendwie eine ganze Menge so Krimskrams gesammelt. Wenn ich noch nicht so richtig weiß, was ich damit anfangen soll, ob ich das wirklich einfach nur zum Verkauf mache. So Behälter mit Chemikalien. Aufwertung. Ich glaube, das ist nachher schon zum Craften oder so. Also, wir hatten auch festgestellt, dass nichts für umsonst ist irgendwie, ne? Also ja. Du kannst alles irgendwie. Hast Original 2 mit den Verbesserungen der Kommandozentrale und den Anlagen der Mod. Achso, ich muss die Kommandozentrale upgraden. Not gonna fit. Ja, cool. Dann machen wir das doch mal. Also bei nächster Gelegenheit. Wegschmeißen. Das Eisenzeug würde ich ganz gerne noch mitnehmen, wenn ich einmal Betten noch upgrade. Und dann hat tatsächlich überhaupt erstmal jeder hier ein Bettchen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht.
Mann, auch James Bond, du. Hohoho. Ist gleich zweimal Eisen drin. What? Okay, this might be too heavy. Kann man so Nahkampfwaffen und so, die man nicht unbedingt braucht, kann man die auch einfach mal getrost wegschmeißen oder kann ich die irgendwie noch weiterverwerten? Also ich bin der Meinung, du kannst die im Zweifel nur wegwerfen. Ich habe mittlerweile eine ganze Menge von irgendwelchen Nahkampfwaffen und... Ich habe ja die Base-Kiste ja gesehen, die ist ja quillt hier über. Ja. Ich weiß auch nicht, ob du was zerstören kannst. Das habe ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Ich glaube, wir haben es immer nur rausgekriegt. Can you move on from here? Ja. Ja, na dann. Ich meine sogar, ich habe es versucht, eigentlich letztendlich immer nur in den Kisten zu lassen und nicht, dass es so offen in der Welt rumliegt. Weil ich glaube, hier despawnt nicht so wirklich viel. Man kann sie verwerten, sagt JD immer ja? So. Okay. Ja, cool. Warte mal kurz. Wir sind eh schon wieder voll, ne? Okay. Warte, ein Medipack gibt's hier noch ein großes. Essence-Pack, das würde ich ganz gerne mitnehmen, aber dann können wir zurück. Ja. Mal noch Reddick. Dann können wir zurück. Ne, anscheinend wieder nicht. Na dann. Rückwärts ist aber. Ja, ich bin auch schon auf dem Weg zu euch dann zurück. Ach so, ja. Wenn der Call kommt zurück, dann. Zurück. Okay, ich hab deinen Marker mit deinem. Ja. Dann bauen wir hier die. Mit Horst und 500 Metern muss ich aufpassen. Genau. Es gibt auch noch irgendwo immer so einen fahrenden Händler. Gut, der ist jetzt irgendwie nicht mehr da. Der kommt wieder. Ich glaube, das hier heißt Fahrende. How's it going? I'm on my way out. I hope nothing hurt that. Alles eingelagert. So, perfekt. Jetzt mal gucken. Jetzt müsste ich eigentlich... Achso, nee. Shell 3 Bild. Okay, das habe ich alles schon. Dann gehe ich jetzt mal rein und guck mal, ob ich diese komische Hauptstation irgendwie so ein bisschen upgraden kann. Lass mal finden, wo das ist. Betten. Krankenstation, überdachte Betten, Kommandozentrale. Da, upgraden. Plus 2 Außenposten damit. Ah ja, genau. Ressourcen finden, Überlebende, 250 Meter passives Erkunden, alles klar. Wir haben ja auch hier noch diese Autowerkstätten, ne? Aufwerten können wir da Autos. Boah, doch, ehrlich. Brauchen wir alles. Ja, ich könnte sie auch kaputt machen und schauen, dass wir da vielleicht noch irgendwas bauen, was wir direkter brauchen, ne? Vielleicht nochmal irgendwas Richtung Essen oder so. Ich müsste so langsam meine Waffen hier mal reparieren. Das haben wir zum Beispiel auch nicht. Ich glaube, ich reiß die mal ab. Mal gucken, was da geht. Hey.
So, abgerissen. Ich kann einen Auffangraum bauen. Okay. Und eine Kaserne hätten wir dann noch bauen können. Bringt 4 Betten. Na toll. Das heißt, ich kann drin einmal Betten wieder abreißen. Aber dann kann ich drin dann die Werkbank bauen. Das ist ja dann passt ja vielleicht doch wieder. Werkstatt bauen. Okay, das muss jetzt erstmal gebaut werden. Das dauert ein bisschen. Das heißt, wir haben eigentlich erstmal wieder Zeit. Also können eigentlich wieder losgehen. Wartet. Warum kann ich nur im Stehen weinen? Take a look at that. Hey, das wollte ich gar nicht. This is great for us. Great. We can all agree that's great news, right? Oh, Mark. Yeah, later. Batman Arkham Asylum. Ich habe gesehen, dass du es gestern gespielt hast, Ellie. Nee, doch, oder habe ich? Ich weiß es nicht. Ich hatte irgendwelche Batman-Teile habe ich gespielt. Wenn es der letzte war, da war der zum Release ziemlich im Arsch. Da gab es so krasse Performance-Probleme, das ging gar nicht. Das habe ich dann sein gelassen, weil es einfach nicht möglich war, wirklich das voll zu genießen. Ja, selbst die Kommandozentrale braucht noch 13 Minuten, also hier geht erstmal nicht allzu viel in der Base. Können wir mal auf die Map schauen, vielleicht gibt es ja hier irgendwas Spannendes, wo man vielleicht mal hin kann. Weil die Stadt wahrscheinlich immer noch ganz gut looten können. Bahnhof, Station, Hobson Falls, warte mal, es gibt hier eine Pumpstation, die hat irgendwie ein anderes Zeichen. Keine Ahnung, was das macht. Es gibt auch noch Story-Ziele. Achso, ich muss einfach nur mehr solchen Herzen zerstören. Ich muss mit Leopold noch irgendwas machen. Wechsel zu Leopold startet die Mission Händler Freunde mit Vorzügen. Sobald die Mission gestartet wurde, ist das Verlassen von Leopold nicht mehr möglich, ohne die Mission abzubrechen. Dieser Überlebende kann eine weitere Gelegenheit für diese Mission bekommen. Bist du sicher, dass du jetzt wechseln möchtest? Ich sag mal ja. I'll see you in a bit. Fair warning. We don't come cheap. We're gonna want some first aid kits, which aren't easy to come by. Ja, müssen wir wohl irgendwo hin, oder? You even had that idea. Oh. Relic, sehr schön. Ich sehe dort eine Pferde, man kann reiten, Mod. Geil. We need a bigger place to live. Ich glaube, die wollen jetzt hier irgendwie mit mir plaudern. Sprich mit Kaylee über ihre Bedenken. Sprich mit Meredith über irgendein Angebot. Kopfgeldvermittler? Erstmal gucken. Ich muss meinen Charakter heilen. Haben wir schon eine Krankenstation? How have you been? Ja. Ja. Was sagt das schon? Irgendwo, ne? Ich sehe es. Hier links gleich. Okay, wir müssen irgendwie da andere Gestrandete irgendwie aufsuchen. Die sind nicht weit von uns entfernt. That's almost as much as I can carry. Muss ich drücken? So. Wo sehe ich denn, welche Krankheit mein Charakter hat? War das nochmal? Also ich kann es mal bei N sehen, vor allen Dingen. Warte mal, vielleicht kann ich dich ja irgendwie heilen. Anstatt zum Benutzen? Nö, ich kann dich irgendwie nicht richtig anwählen. Du kannst ja nur eine Krankheit in diesem Spiel haben. Das ist ja dieser Seuchenkrams. Ja, du kannst auch verletzt sein zum Beispiel, ne? Dann brauchst du einfach nur so Heilung. Ja.
erste Teil. Ich weiß gar nicht, mit... Also irgendwas hatte ich da mal gespielt und das war auch ganz cool. Wie gesagt, der letzte war leider dann sehr verbackelt und da hatte ich dann irgendwie einfach keinen Bock zu. Selbst auch ohne Raytracing und irgendwas dergleichen, da hatte ich irgendwie ja dann teilweise Drops auf unter 30 FPS, wenn ich mich erinnere, und so ein Spaß. Und das war dann einfach irgendwann nur noch eine Ruckelparty und das mit einem sehr starken Rechner. Und dann, okay, komm, lass gut sein. Ist immer noch Xbox Live Zwang? Ja. Wenn man es über Steam gekauft hat? Ja. Mega nervend. Wir haben zweimal, wie gesagt, um die 20 Minuten gebraucht, um Leute nur weit so zu bekommen, dass sie überhaupt dran mit ins Spiel joinen können. Also jeweils, wirklich, für Swapper und... Hättest einen eigenen Stream draus machen können, ne? Ja, ja, genau, genau. Ja, musst du mal überlegen, ne? Wir spielen jetzt seit einer Stunde 26 Minuten, so lange geht der Stream. Ah, nee, das mit Swapper haben wir ja davor gemacht. Okay. Aber rein theoretisch zusammengerechnet hätten wir eine knappe Dreiviertelstunde gebraucht, um überhaupt zusammen ins Spiel zu kommen. Nur mal so nebenbei. Oh, noch Phil. Eine Wunde und eine Gasvergiftung. Ja, Wunde müsste über das ganz normale Zeug eigentlich gehen. Gasvergiftung? Keine Ahnung. Im Zweifel? Wechsel doch deinen Charakter. Brauchst du nur zu den Betten gehen. Leicht verletzt, hat ein Pflaster, schwer verletzt, bandagieren Kopf und Seuchenkrankheit. Also es hat dann am Ende funktioniert. Wolf Impact, ja, also es funktioniert. Aber es ist halt, wie gesagt, es ist halt dieser typische Microsoft Store Faktor. Da kannst du auch schon mal einen Nachmittag einplanen, bis du begriffen hast, wie das funktioniert. Und wenn du es einmal begriffen hast, wie es funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass es beim zweiten Mal genauso funktioniert. Oder überhaupt. Also meine heile ich halt wirklich nur, indem ich halt die einfach nur... Dann halt über mein Guckmenü anwähle. Warte mal, vielleicht geh nochmal rein, bitte, Früchtchen. Ich wähle mal meine Krankenstation an, vielleicht kann ich ja über mein System dich sehen. Ich hab jetzt auch nur noch den Verband da. Dieses Wärmeding ist schon weg. Oh ja. Ja, warte mal. Vielleicht kriegen wir es ja trotzdem hin. Jetzt bin ich müde. Ich glaube, ich soll nicht den Charakter einfach wechseln. Okay, wenn ich hier auf Heilen klicke, dann kann ich nur mich heilen. Aber meine ist ja gar nicht, also, nee, das so leider nicht. Ja, du stellst ja für dich ja auch nur her. Also, ich glaube wirklich, das andere. Ich kann die Krankenstation aber auch aufwerten. Stellt außerdem ein zusätzliches Behandlungsbett bereit. Erhöht die Vorteile von Chirurgie, Pathologiefähigkeiten und Regenerationsaktionen. Okay, bin ich dabei, draufgeklickt. Jetzt haben wir zwar wieder wenig Materialien, aber was soll's. Ach, finden wir schon. Also ich habe jetzt meinen Charakter gewechselt, ich spiele jetzt... Ich bin jetzt eine Hallo, Frau. Hallo, willkommen. Hi. Moin. Also sind wir bei Wegwerfcharakteren angekommen. Nee, der andere schläft. Achso, er schläft, na gut. Dann habe ich ins Bett gelegt. Seht ihr die Markierung, wo wir hin müssen? Also ich meine, da unten was gesehen zu haben, ja. Das Orange, 342 Meter? Genau. Okay, das hier. Man darf nicht vergessen, bei Microsoft, ich habe vor kurzem, wollte ich ja erst noch den Flugsimulator spielen. Das hat nicht funktioniert. Also, da wenn ich an Gears of War zum Beispiel damals denke, das war auch richtig geil. Also, es ist eine, der Microsoft Store ist einfach, ist eine endlose Leidensgeschichte. Stimmt nicht mit mir. Jetzt geht's wieder. Keine Ahnung, der hat irgendwie so rumgestöhnt, als wenn noch irgendwas richtig böse wäre. Eieieiei. Ich hoffe mal, die kriegen wir in unsere Gruppe mit rein. Das wäre schon mal ganz cool. Nein.
So. Das sind ja echt viele. Hier kannst du mit einem sprechen, ne? Talk to them. Ja. Ich halte sie in Schach. Wir sind verdammt gute Söldner, aber wir sind nicht billig. Wenn ihr unsere Hilfe wollt, müsst ihr uns 3 Erste-Hilfe-Kästen bringen. Ich weiß, dass ihr dazu in der Lage seid. Natürlich können wir das für euch auftreiben. Bist du verrückt? Okay, also ich kann jetzt sagen, yo oder nein. Wollen wir das machen? Wie viel hattest du denn schon davon in der Base? Keine Ahnung. 2? Waren das nicht so? Ja, wenn 2 ich suche, so looten wir die halt zusammen, ne? Na, ja, lass uns das mal machen. Haben wir eine... Okay. Hab ich angenommen. So, jetzt brauchen wir 3 Erste-Hilfe-Kästen. Dann können wir schon wieder gehen. Ich meinte 2 gesehen zu haben. Ich habe die aber alle eingelagert, die wir mitgebracht haben, ne? Also ich weiß nicht, ob man... Ja, den... macht ja. Wir können sie ja holen schnell. Warte mal, ich kann, glaube ich, kann nicht so drauf zugreifen. 5. Wir haben 5 Einheiten Medi-Stuff insgesamt, aber ein so ein Paket ist ja... Also heißt es... Ist es dann wirklich nur -3 bei den 5 oder ist ein so ein Paket immer dieser Rucksack, den man dann aufhat? Ich meinte, dass es geht um diese großen, ja. Diese Rucksäcke. Dann haben wir nicht genug. Pro Rucksack kriegen wir ja immer gleich mehrere Einheiten rein. Aber der sagt doch, ich weiß, ihr habt genug. Ja, wir können da noch gut gucken. Wir können es versuchen. Also, sehe ich auch. Also. Wir gucken einfach. Kann man auch herstellen. Oh, hey, what's up? Ah. Ja, ich fahre immer bis zum Anschlag. Ja, guck, bei denen die Autos ist das ja auch egal hier. Nicht, dass Max wieder nicht umladen kann, weißt du, weil ich so weit wegstehe. Ich kann Verbände herstellen, Medikamente herstellen. Dafür brauchen wir aber anscheinend noch irgendwie was anderes. Druck mit Ethanol, Behälter mit Chemikalien. Kann ich nicht? Er sagt mir nicht, wieso ich es nicht kann. Ich gehe mal zu meinem Dude, der eher so mein... Ah, nee, ich darf nicht wechseln. Ja, mal gucken, wie ich das jetzt irgendwie rauszaubern kann. My back's already killing me. Okay. Ich hatte hier auch ein... 2 habe ich schon. Erste-Hilfe-Kästen brauchen wir tatsächlich, ja. Habe ich aber nur 2 von. Ich mir eigentlich bei Stone meine Waffe irgendwie wieder rausholen? Den anwählen, das reinschmeißen, also mache ich es jedenfalls immer, dann und dann wieder switchen. Irgendwann werden wir von The Day Before wieder was hören, da bin ich mir relativ sicher wohl für Impact. Also mittlerweile bin ich sehr stark davon überzeugt, dass es das Spiel auch irgendwann dann geben wird. Nur halt bei weitem nicht so, wie sie es ursprünglich angesagt haben. Sondern wir werden dann halt irgendwann eine Early Access bekommen, die auch noch ein gutes Stück von dem entfernt ist, was wir da so zum Teil gesehen haben. Aber ich glaube trotzdem, trotz alledem immer noch, dass es durchaus ein cooles Spiel werden könnte. Auch noch in der Early Access Phase sogar durchaus ein cooles Spiel sein kann. Also ich habe 2 von diesen Paketen. Wir brauchen 3. Und zusätzlich... Oh, hier liegt eine Waffe. Ich? Lass sie liegen! Lass sie liegen! Ja, na gut, okay. Das heißt, wir müssen dann wahrscheinlich... Also ich kann es aktuell irgendwie auch noch nicht craften. Wahrscheinlich muss die auf Stufe 2 dafür sein oder sowas. Das heißt, eins von diesen Erste-Hilfe... Es sind nicht diese Rucksäcke. Es sind wirklich Erste-Hilfe-Kasten. Die kann man auch stacken, normal im Rucksack. Ah, okay. Okay. Davon brauchen wir irgendwie noch 1. Na dann. So, so gut. Ja, irgendwie so, ne? Na, ist noch genug Sprit. Sprit ist gut. Können wir nochmal kurz nachladen. Too loud. Too loud. Too loud. Gerne. Das ist ja echt mega. Ich kann hier mal richtig mitfahren und so. Wenn du das möchtest. Ich fahr Schweiber hinterher. Ich weiß nicht wirklich wohin.
Weil bei PUBG will ja mal niemand fahren. Ah, dann fahren wir in die Stadt. Mal los. Schau mal. PUBG fahren ist auch anders, ne? Hier, ich weiß nicht, ob ihr das auch seht. Ich habe was markiert. Da scheint es wohl eher Medi-Stuff zu geben. Es ist eine hier Toilette am Bahnhof. Links Anhelm? Runter. Links runter. Und dann. Ja, ich seh's. Ich seh den Marker perfekt, da. Perfekt. Da bin ich schon mal vorhin durch. Ich habe da nichts gefunden. Autsch! Ups! Upsi! Und Care Trollect. Fruchti fährt ja auch wie ein Henker in PUBG, lese ich hier von. Schreibt wer? Ellie. Ja, die darf das. Ich hab da einen unter. Ich hab da. Tut mir leid. Da hängt einer im Kotflügel. Aber ganz schön komisch. Da gucken nur noch die Beine raus bei mir. Bei mir sieht man da gar nichts. Aber die Kiste ist doch schon ziemlich im Arsch mittlerweile. So, ich dürfte hier nichts mehr haben. Aha. Aber ihr könnt hier noch bestimmt löten. Ja. Ah, ja. Ich wollte eigentlich diese Woche, wollte ich ja schon am Dienstag bei Daisy reinschauen, aber dann ist ja die Enshrouded-Beta da gewesen. Das macht übrigens wirklich Laune. Also Enshrouded ist mega cool. Der Baumodus ist grande. Das könnte auch was für euch beide sein. Ich hab's schon gesehen, ja. Ja, ja. Das könnte, glaube ich, echt ein ganz cooles Coop-Spiel werden. Okay, einen großen Rucksack habe ich schon mal gefunden. Bei mir war nur and nothing. Hier ist noch zweimal gelb zu durchsuchen. Ja, ich muss noch bei den anderen Toiletten rein. Was ist jetzt hier? Warte mal. Es sind noch sogar unterschiedliche Toiletten. Nicht mehr wie bei der Uni damals. Einmal Toiletten für alle. Weiß bis heute nicht, was sie sich dabei gedacht haben, ganz ehrlich. Also keiner, wirklich niemand, mit dem ich studiert habe, fand es cool. Die meisten, die dann wirklich auf Toilette mussten, sind dann meistens immer gegangen. Wer immer so ein paar Minuten bevor dann immer das Modul gerade zu Ende war, die Vorlesung zu Ende war, weil dann war da immer keiner, weil es ist einfach ein bisschen strange, wenn du da am Pissoir stehst und dann geht hinter dir die Tür auf und da kommen einfach 5-6 Mädels rein. Also, keine Ahnung. Also, für die allermeisten war das irgendwie nicht sehr entspannt. Für mich auch nicht. Verstehe ich nicht. Nothing left here. Es hatte unterm Strich halt wirklich nur dazu geführt, dass die Leute dann halt die Pissoirs gar nicht mehr genutzt haben, sondern wirklich immer nur noch in die Kabinen gegangen sind, selbst zum Pinkeln. Oder, so wie ich habe irgendwann rausgefunden, es gab noch eine zweite Toilette, nur für die Professoren eigentlich. Und dann bin ich da einfach immer hingegangen. Weil die hatten auf einmal wieder die getrennten Sachen. Die waren auch viel neuer, moderner und viel sauberer. Das war toll. Okay, also ich habe so einen Koffer leider nicht gefunden. Auch nicht. Aber halt so ein Rucksack. Und vielleicht, wenn die durchentwickelt ist, könnte es ja sein, dass wir dann vielleicht. Dass ich das dann irgendwie craften kann. Also. JDM meinte, man kann es auf jeden Fall craften. Ich konnte es jetzt noch nicht auswählen. Das heißt wahrscheinlich dann irgendwie gleich. Ja, ich will nur kurz was looten, dann bin ich da. Ja, mach entspannt. Ich würde auch ganz gerne, solange wir hier noch hier sind. Ich meine, mein Rucksack ist noch fast leer. Ins Auto passt auch noch ein bisschen was rein. Also, ganz ehrlich, gib ihm. Ich glaube, das war zeitlich zu knapp. Irgendwas hat sich an meiner. Irgendwas stand da gerade mit Quest abgeschlossen. Jetzt bin ich wieder bei 0 von 3 angekommen. Also bei mir stand die ganze Zeit oben rechts in der Ecke immer 0 von 3. Bei mir auch. Okay. Ah, gut. Na gut.
Nice, glaube ich. Ich glaube, das zählt nur mit, wie viel man abgegeben hat, weil ich glaube, du kannst sie einzeln abgeben. Bei mir stand 2 von 3. Wie gesagt, ich hatte gerade eine. Ich habe gerade sogar eine Meldung drin, von wegen irgendwie was passiert. Ups. Ich muss schon auf jeden. Ist nicht Mensa auch getrennt? Du meinst die Toilette in der Mensa? Das kann sein. Ich habe unsere Mensen damals nie großartig genutzt von der Humboldt-Uni. Ich fand bei der Mensa das Essen leider, das super billige, subventionierte Essen, das wollte ich nicht essen. Und das nicht subventionierte, was ganz anständig aussah, war meistens einfach viel teurer, als wenn du dann sonst wo gegangen bist. Das heißt, ich bin meistens einfach selber irgendwo zum Bäcker, mir meistens halt selber mein Essen mitgenommen von zu Hause oder sowas. Oder hab mir halt Döner geholt oder so, aber das war eigentlich dann unterm Strich immer das Schlauste, was du machen konntest. Hier habe ich irgendwie relativ viel gelbe Kisten, aber keine in meiner Farbe. Ja, gefühlt finde ich auch, wird Maxi echt bevorteilt vom Spiel. Ich habe auch hier mehr gelb als ich. Uns beide sehe ich immer in Unterzahl. Der Außenposten kann nur vom Horst beansprucht werden. Genau. Schon wieder sowas, ne? Ja, das war halt so ein bisschen der Kritikpunkt, den wir ja damals hatten, als wir es ja dann sein gelassen hatten. Wir haben es ja, wie gesagt, vor Ewigkeiten sogar noch zusammen mit Lieber gespielt und so. Und da hatten wir es ja dann nach irgendwie ein, zwei Stunden gesagt, es macht einfach keinen Sinn, weil ja irgendwann die Leute halt dann für den Fortschritt in ihre eigene Welt mussten. Und dadurch ist so ein bisschen so der Coop-Faktor damals ja irgendwie flöten gegangen. Wie voll seid ihr? Prost. Geht noch oder geht nicht so? Schau, noch geht's. Noch 2 Kisten. Dann komme ich mal eben noch kurz hoch zu Früchtchen, weil da könnte es vielleicht auch nochmal Materialien geben, sagt er. Ja, hier sind nochmal, also. But I'd like you to become my neighbor. Here in Trumbull Valley, we're looking for good folks willing to work hard. Ach, vor allem das Fahrzeug, mit dem wir fahren, ist noch komplett. Achso, na dann, rein mal. Ich hab jetzt noch 2 Plätze frei. Hier sind 2 Kisten für dich drin, Max. Komm. Moin, Reine. Nee, Mann, bei der Tanke war auch noch ganz viel für den Horst. Ja, was soll ich machen? Ich muss erstmal hier halbwegs durchkommen mit dem ganzen Zeug. Du kannst dich jetzt bei deinen Fähigkeiten spezialisieren. Drücke U, um Charakterbildschirm zu öffnen und eine Spezialisierung auszuwählen. Okay, cool, cool. Hier ist auch wieder alles für den Horst. Nichts gefunden. Bei der FU war es auch krass damals. Da hatten die Mensa da, die Hauptmensa ist abartig riesig und was du da alles hattest. Da gab es so einen Stand alleine, das war im Endeffekt ein Imbiss. Da konntest du dann halt hier Currywurst und Bratwurst und sowas hattest du da auch irgendwie von welchen, die da einfach durch die ganze Zeit immer gemacht haben. Aber du hast halt in der Schlossstraße quasi direkt daneben, hast du halt auch Bratpfanne und so, also da konntest halt auch hingehen und da kriegst du auch super geil alles und halt dann noch günstiger. Das hat irgendwie alles immer keinen Sinn ergeben. Geh mal das Auto holen. Jo. Ich bin jetzt auch quasi voll. Dann tu hier ins Auto. Ist hinten noch Platz.
zwei Slots und dann gehst du dann auch rein hier in der Werkstatt. Ja. Ich glaube, das Schlimmste, was ich da jemals gesehen habe, war wirklich, als es, ich glaube, was irgendwie Kohlrouladen oder so gab. Und das halt von dem subventionierten Zeug. Und das hatten die dann hinter einer Glasscheibe so, waren einfach zig Teile von denen und so zusammengeklatscht. Das sah so brutalst eklig aus. Da hat auch echt jeder hat da einen Bogen drum gemacht. Das wollte keiner essen, bis auf die Informatiker. Wollte das tatsächlich echt keiner essen. Das war mal ein bisschen schwierig. Irgendwann habe ich mir wirklich wieder zu Hause ganz klassisch Brote geschmiert und habe die dann mitgenommen. Das war echt das Angenehmste. Fuck, that's gonna bring trouble. Okay. Okay. Was hat er dir getan? Ach, der wollte mein Loot. Eindeutig. Von mir aus können wir. Ja, dann schmeiß ich rein. Dann treffen wir uns in der Base. Jupp, jupp. Hup, hup. Jetzt nicht lang. Okay, nee, links. Links kommt vorbei. Ah. And to the left, please. Mein Auto qualmt. Bitte folgen Sie den Leichen. Nach rechts, bitte. Kann man hupen? Das weiß ich nicht. Ja. Hast du gehupt? Ah. Sehr schön. How's it going? Ich glaube, ein Reparaturkit müsste ich noch irgendwo haben. Ja, das habe ich sogar dabei. Warte mal, dann repariere ich das mal gleich. Machst du? Hola. Wie weit für dich? Warum leer? Schaffer, oder? Ich bin dabei gerade, ja. Okay. Ja, du siehst aus, wie wenn du was suchst da hinten. Ich bin mir nicht so sicher. Ja, ja, ich überprüfe noch den Lack und. So, Werkstatt steht jetzt. Ihr könnt jetzt eure Waffen reparieren. So, und du sagst, das Set mit medizinischen Werkzeugen ist es nicht, was du dafür brauchst, richtig? Ja, also gerade war das ist zumindest noch der Erste-Hilfe-Kasten. Jetzt steht da bei mir aber wiederum 0 von 3. Also, ich weiß nicht, ob es das immer noch ist. Ha. Huh. Ich schau mal, ob ich jetzt in der besseren Medi-Station irgendwas davon bauen kann. Ich kann jetzt Medikamente herstellen, ja. Schmuck. Das dauert aber 10 Minuten und dann kriegen wir 1. Ja. Frage ist halt eher, wie komme ich dann daran, dass ich das da rausnehmen kann? Lager verwalten. Einen Packsack entnehmen. This shit is heavy. Also Erste-Hilfe-Kasten sind 2 hier in der Base drin, wenn es Erste-Hilfe-Kasten sind, die wir brauchen. Okay. Die liegen hier im Gemeinschaftsschließfach. Cool, ich habe noch 2 nämlich dabei. So, wenn du da aufmachst und rangehst und du oben in der Sortierung auf, finde ich sowieso witzig, Explosives und Medi-Stuff gehst, dann hast du gleich oben 2 Erste-Hilfe-Kästen. Bei mir nicht. Warte. Wenn ich hol sie mal raus. This is quite a load I'm carrying. Hab ich mitgenommen? Greife ich hier auf mein eigenes Inventar aus meiner eigenen. Nein, ne? Oder doch? Hm, keine Ahnung. Also ich hatte 2, die habe ich auch dabei. Und ich habe jetzt auch 2 dabei. Ja, perfekt. Ich sehe keine. Doch, ich sehe. Erste-Hilfe-Kästen sehe ich 3. Ja, dann muss es unterschiedlich sein. Ja, dann schmeiß mir mal bitte einen raus. Ich schmeiß ins Auto. Ich hab ins Auto geschmissen hier. Beim Pinken. Geh mal ran. Ja. That is a lot to carry. Ja, perfekt. Ja, dann haben wir's. Dann können wir zu denen und dann holen wir uns die mal irgendwie mit dazu. Waren wir zusammen oder einzeln?
Ja, ich würde jetzt mal zusammenfahren, dass der nebenan ist so eine Schrottkiste, ich will ihn nicht. Ich habe eins, habe ich eigentlich irgendwie repariert und ich glaube, ich müsste noch High Kids da haben. Ja, wir können ja trotzdem damit sanft umgehen. So, was? Sagte er und nimmt jeden Zaun mit. Hey. Ich fahre halt so, wie ich bei PUBG fahre. Das ist halt so. Da machst du ja nichts. Seit. Alter! Oh Gott, ich dachte, ich schieße auf uns. How's it going? See ya. Okay, erste Hilfe Kasten geben. Haben wir. Sehr schön. Eins. Und okay, ich muss ihn jedes Mal extra ansprechen. We're with you now. Just hit us up on the radio when you're ready to use us. Du sollst die usen. That wasn't easy. Ja. But we made a strong ally. Die können uns Mollys verkaufen, zum Beispiel. Der Einfluss ist gestiegen. Yay. Und wir müssten einen Außenposten mittlerweile wieder bauen. Können das ganz gar nicht so verkehrt. Da können wir nämlich immer da die Sachen dann gleich reinschmeißen. Gestrandete Soldaten haben irgendwas Neues im Angebot. Begleiter anwerben können wir hier. Sichere das Territorium. Also es bleibt die Ursprungsquest jetzt erstmal, dass wir noch mehr von diesen Herzen kaputt machen sollen. Der Händler ist da. Wollen wir mal zu dem Händler fahren? Das ist aber ein bisschen weiter weg. Können wir machen, wenn du gucken willst. Ich fand ihn immer nicht so doll, aber... Ich hab ihn noch nie gesehen, ja, ist gut. Deswegen, lass uns hin. Wollen wir dann aber dann doch wieder beide Autos mitnehmen? Weil ich schätze mal, wenn wir schon so weit fahren, dann können wir ja irgendwie unterwegs auch mitnehmen. Wieso habe ich denn die jetzt eigentlich irgendwie angeworben, also? Weil es auch mit den Medkits verschwendet haben. Ja, irgendwie fühlt sich schon ein bisschen danach an. Ich dachte, die können wirklich irgendwas ganz exklusiv oder so. Ich schmeiß mal schnell das große Medkit hier auch noch rein, dann habe ich einen Stop mehr. Way too loud. Okay. Repariert sein Auto noch? Ja. Schauen wir mal, Schwerber mit. Mal los. Filmpark, Ellie, du meinst jetzt aber wieder, meinst du Uni Potsdam oder was? Ich glaube, war ich da mal jemals in der Mensa? Ich glaube auch nicht. Finde den Händler im Südhügel. Wo willst du denn hin? Mein Parkplatz? Hat mal geschaut, aber nö, anscheinend nicht. Hier führt keine Strecke direkt hin. Hä? Ach so, doch. Du musst hier ganz außen rumfahren, glaube ich, wenn du Straße fahren willst. Ja, das ist es halt. Wenn wir nicht Straße fahren, sondern jetzt hart rechts, dann... Müssen wir irgendwo über den Fluss rüberkommen. Ja, warum? Deswegen wollte ich vor dem Fluss... Ah ja, okay, zurückfahren, verstanden. Jetzt irgendwie ein bisschen landeinwärts halt. Theoretisch kannst du auch. Soweit zurückfahren, die nächste Straße nach links fahren. Das geht genauso. Scheint bis jetzt zu gehen. Ich komme gut übers offene Gelände. Ja, ja. Glaube ich dir. Lake Abigail. Der liegt gut auf den Sternen da, ne? Finde ich auch, ja. Mhm. Wir sind zu weit weg, oder was? Ja. Komm mal langsam, Schwepper.
kurz warten. Ich glaube, Max muss noch ein Stück zu uns rüberdrehen. Alles ja, klar. Komm schon mal, weißt du? Ist schon wieder alles kaputt vorne durch den blöden Jahren. Ja, ich dachte, ich mach ihn jetzt mal weg, ne? Es müsste ja, guck mal, hier ist auch noch sogar noch mal eigentlich gleich ein Zombie. Ah, hier. Wir sind geportet worden. Ah, okay. Wow, a lot of plague zombies around here. I think I just wandered into plague territory. That's terrific. Hey. Also, willst du das Herz irgendwie gleich angehen hier oder so? Das Feuerwehrhaus? Könnten wir sogar durchaus machen, oder? Hast du zum Sprengen dabei? Ich hab nicht zum Sprengen dabei, ne. Ja, versuchen wir mal so. Okay, nicht dabei. Das Feuerwehrhaus, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, fand ich, ist die coolste potenzielle Base. Ich fand die am coolsten. Sind gleich drei solchen Herzen, sehe ich das richtig? Ja. Okay. Ja. Das Auto hier, das können wir nicht allzu lange. Ja. All quiet. At least as quiet as it can get this close to a plague guard. Geht doch nicht. Hallo, brech es ab. Ja, another lock. I should be more careful. Ja, oh Gott, ja, das ist ein super, das war, finde ich, ist ein super cooler Ort für eine Base. Scheint es eine Menge Plätze zu geben, vor allen Dingen. Boots, Boots. Ja, dann machen wir gleich mit dem solchen jetzt weiter, oder wie? Klar. Okay, es gab hier nur. Ja, auch vier Parkplätze. Das ist ja auch gleich links, also. Ja, dann. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir hätten bei denen sogar eben gerade irgendwas holen können. Die Ollies zumindest hatten die, glaube ich. Können wir die jetzt nicht zu Hilfe rufen? Hieß es nicht, du kannst die anfunken, wenn wir sie brauchen? Und sie können uns dann Mollys verkaufen? Vielleicht. War da nicht was? Hat er nicht was gesagt? Hier öffne ich meinen Funk nochmal, weißt du, was ist das? Reloading. Fahrzeuglieferung. So ein paar sind. Hey. Okay, ich versuch's mal nochmal. Ich meine, wir haben dafür auch bezahlt, ne? Also. Söldnerherz angreifen. Ja, erste Stufe ist durch. Beim Herz. Habe ich alleine mit dem Hammer hingekriegt. Guck mal, da sind sie. Na, dann hau ich mit dem Hammer weiter aufs Herz. Ja, bin dabei. Ja, bitte. Our town just got a little bit safer. Überleben, er ist gestorben? Na, super, ich bin gestorben. Blade ist tot. Permanent. Nein, Batze! Ich muss wen anders holen. Der hat sie entsorgt. Da hat jemand nur drauf gewartet, so wie das aussah. Ich dachte eigentlich, der kommt vielleicht wiederbeleben eh, aber nein, das war halt töten eh. Irgendwie das sauer. Ein Kopf weniger. Hi, moin. That is a lot to carry. I can't carry that much. Aber er hat schon mal einen Reparaturkit dabei. Aber ich kann mich selbst looten. Ah, okay, alles klar. Sehr schön. Aber ich bin immer noch von solchen Herz besetzt, ne? Also wir sind noch nicht durch. Es gibt noch welche, ja. Es gibt drei Stück irgendwie, ja. Ich muss kurz zurück zum Auto.
Nämlich voll. Ja, ich muss auch kurz mal was entleeren. Aha. Warte mal. Warte mal kurz, Server. Ja. Ich kann noch reparieren. Ich wollte noch schnell mein Zeug da aus der Garage holen. Ja, ich komm mit. Ich muss auch noch nachlegen, aber ja. Shit, I better be careful. Any more exposure won't end well. Ah ne, hier komme ich nicht durch. Hallo? Was? Mal den mitnehmen. Du willst den mitnehmen? Ja. Look at that. Den Kindereinkaufsschiebwagen-Auto. Ja, so ein Kinderwagenauto hier. Okay, warte. Was ist da? Ah, den können wir mitnehmen, oder wie? Nee, keine Ahnung. Also eigentlich kann ich schon mal herschieben, aber das war's. Oh. Also eine kleine Schubkarre oder so wäre es tatsächlich auch mal. Ja, hier. Guck mal, Schwepper. Hallo. Hinter dir. Gleich. Ich glaub, einsetzen. Ich glaube, den siehst nur du. Ehrlich? Wow. Also wenn du direkt dran stehst, dann sehe ich davon nichts. Ich habe ihn genau hierher geschoben. Jetzt liegt da unter das Auto. Ich habe unter das Auto geschoben. Ja, ich sehe nicht. Okay. Ich glaube, Sweppers Schädel zu zermalen hatte nicht besonders gut getan. Hier kommt so ein bisschen was. Eine Horde? Mhm. That is a lot to carry. I should reload. I cannot keep this up. Reload. Er springt nur hin und her, um irgendwelche Schädlerboote zu klappen. Oh, große. I'm already full up. I can't carry that much. Carry that much. Ja, gucken, ob ihr noch was stecken könnt, ne? So Schrauben oder so, dass man die nur in einem sammelt. Mhm. Ja, ich nehme erstmal den 8er Rucksack, dann habe ich darüber schon mal ein, zwei Plätzchen mehr. Und dann kann ich auch schon wieder ein bisschen was mitnehmen. Da unten, okay. Jetzt ist mein Rucksack komplett leer, also jetzt habe ich echt nochmal 6 Slots. Nur gelben und blauen Loot, ich hab nichts Orangenes. No Sag room mir for aber that. Eine. So, genau, jetzt aber. Schau, was es noch so gibt. Ein drittes Auto wäre schon echt nicht schlecht. Und zumindest einen Außenposten könnte man hier rein theoretisch erbauen. Ach, cool. Dann können wir es direkt hier irgendwie reinschmeißen. Oder wir nehmen wirklich gleich die Feuerwehrbase.
Müssen wir halt nur die beiden anderen Herzen noch machen. Im Zweifel guckst du die halt mal an, ob sie dir gefällt. Also, weil sie mir gefallen hat, heißt ja nicht. Ich weiß auch nicht. Ich fand sie ganz cool von der Größe her und so. Naja, alleine um die Stadt jetzt schon zu looten, wäre es ja nicht verkehrt, oder? Ja, schon. Dann müssen wir aber noch die anderen Zombie-Herzen killen. Ja, ist ja nicht so schwierig. Jetzt noch 18. No more of that. Oh, mein Char ist schon ziemlich im Arsch. Hier ist nochmal eine Horde. Hm. Ah, Moment. Aber die hauen ab vor uns jetzt nicht mehr, okay. Die ohne Helm habe ich eigentlich nicht so, ne? Ja, kriegst dafür aber auch irgendwie Reputation-Punkte und so, ne? So, das war's. Das müsste so gewesen sein. Hm. Da läuft noch einer. Oh, die krabbeln über die Wände. Hm. Rapper nimmt ihn sich vor. As long as this is plague territory, this place ain't never gonna feel safe. Also in Mindshare muss ich kurz zurück in die Base bringen, das geht leider nicht anders. Ja, bei mir ist alles voll, also theoretisch macht das auch aus dem Grund Sinn. Er ist ja gar nicht verkehrt, dann können wir vielleicht noch uns ein bisschen noch mal darauf vorbereiten, die anderen Herzen hier zu killen und dann gehen wir da wirklich drauf, dass wir hier umziehen. Ich auf jeden Fall aber noch mal kurz zu Ende, weil ich habe echt noch ein paar Plätze offen. Hast du da auch orangenen Loot bei dir drin? Bis jetzt sehe ich nur blau. Ich habe nur gelb und blau gesehen, ja. Sehr frustrierend. Ja. Aber es soll ein Container für mich hier sein, irgendwo. Ah, vielleicht oben. Es müsste ja auch nochmal Essen irgendwie geben, nochmal ein großes Crate. Hier in der kleinen Shack sind auch noch zwei Sachen für dich zum Looten. Okay. Wenn du da noch nicht warst. Oh oh. Nee, oder? Oh doch, geht. Okay. Oh. Das wäre so der Klassiker. Ja. Da sind auch für Swapper noch zwei Kisten, glaube ich, drin gewesen in der Shack. Kann das sein, dass ich hier keinen Loot habe, weil ich nicht mit aufs Herz gehauen habe? Weiß nicht. Hast du echt gar nichts, gar nichts? Nee, ich glaub nicht. Ich war draußen die ganze Zeit und hab gegen die Wellen gekämpft. Das wäre aber ein bisschen komisch. Okay, also von mir aus könnten wir jetzt eigentlich zurück. Weil er ist auch recht bitterböse fertig mittlerweile. Ich fahr mal Max hinterher. Der wird den Weg schon kennen.
Gibt es hier einen Kompass? Ich bleibe einfach mal auf der Hauptstraße. So groß ist das ja alles nicht. Aber dann können wir uns nicht so richtig verfahren. Ich glaube, da oben stand ein Auto. Schaut mal, doch, oder? Ja. Der geht. Wir werden mit Sicherheit irgendwo einmal Benzin dabei haben. Es fehlt auch eine Tür am Auto. Ist das einfach in der Küche? Weiß nicht. Wahrscheinlich. Shit, I better be careful. Any more exposure won't end well. Hier ist keins. Kannst hier was looten? Hier ist auch kein Benzin. Nee. Ja, zwei Sachen kann ich hier looten. Ich kann ja mal gucken. Leider kein Benzin. Aber ein zweites Mal müsste es ja auch noch geben. Wenn nicht, käme, also wird ja auch angezeigt, wo es Benzin gibt. Das war jetzt ja auch nicht sonderlich selten, aber nicht mit drei Autos durch die Gegend zu fahren, ist glaube ich schon ganz geil. Vom Platz für Loot her, ne? Ja. Mhm. Nur es gibt ja noch Autos mit mehr Plätzen. Ich glaube, was war es? 8 oder 9 waren die meisten Plätze? Kannst du dir auch nichts looten? Nee. Aber du hast schon mal was gelootet heute. Ja. Okay. Naja, so langsam werde ich ja echt skeptisch. Naja. Tja, leider kein Benzin. Ist Benzin alle? Wieder da? Wir haben Auto gefunden. Wir haben hier ein Auto gefunden, aber wir brauchen Benzin. Hast du noch Benzin in der Tasche? In der Base ist Benzin. Oh. Und im Kofferraum ist Benzin. Hier, in diesem Kofferraum ist Benzin. Okay. Bei mir nicht. Okay, dann ist los. Mein Loot. Es geht damit wieder los. Sekunde. Ich bin zu dumm. Welches Auto hier? Das vom David Handyman? Ja. Ja. Okay. Das macht aber eher einen Buggy-Eindruck dann. Nein, es ist nicht buggy. Ich, okay. Ich bin zu dumm. Also. Beschieb's darauf. Error 44. Aber es kann doch nicht sein, dass ich in den gleichen Kofferraum reinschaue. Den nein, das war nochmal. Ich war dumm. Lass das doch mit. Reit okay, nicht weiter drauf okay. rum. Ich hatte... Das war der ganz persönliche Kofferraum. Achso. Boah, das Ding kein Wenderadius. Oh, pff. Alles bei meinem Char blinkt. So, jetzt müssen wir irgendwie gleich links. Rechts bei der nächsten Gelegenheit. Ich glaube noch nicht. Doch, müssen wir. Einmal umdrehen. Du kannst auch hier oben rumfahren, dann hast du es aufgedeckt. Also. Okay. Fahren wir, glaube ich, noch durch eine andere Stadt durch, ja. Wenn ich jetzt, wenn man jetzt hier die ganzen solchen Herzen killt, ich sehe, da gibt es ja schon wie so Art Exit Points, kannst du, dann kommst du wie zu einer weiteren Map oder wie ist das? Oder bleibt man immer auf dieser hier? Nee, du kannst, glaube ich, irgendwas warm mit weiterziehen, ja. Oder ist dann das vorbei sozusagen, die Nummer? Die Kampagne ist dann, glaube ich, durch. Nee, nicht hier, noch unter der Brücke durch.
Das heißt, auch die Map ist dann nicht irgendwie generiert, zufällig, sondern... Ich weiß gar nicht, ob die dann danach nicht generiert ist. Es ist einfach alles zu lange her. Ich hab's ja durch und konnte dann auf die nächste Map wechseln. Ich meine aber, ich musste, und das fand ich, glaube ich, doof, ich musste mich, glaube ich, für einen Char entscheiden. Und du kommst zu dieser Map, glaube ich, auch nie wieder zurück. Irgendwie so. Aber das ist jetzt auch etwas spekulativ. Es gibt bestimmt hier irgendwelche Pros, die wissen das viel besser als ich. Mal noch Max Pro. So, okay. Der hier ist im Arsch. Den können wir jetzt erstmal einweisen. Meine will auch schlafen. Haben wir schon zwei Betten? Ich glaube ja. Ist irgendwie immer noch angeschlagen. Meine Güte. Wenn du wechselst, bricht die Mission Händler Blutgeld von Leopold ab. Ja, das ist okay. Ich wechsle jetzt. Der ist nämlich durch. Der ist super durch. Ich kann ja mal gucken. Wenn nicht, würde ich nochmal zu diesen Söldnern fahren. Wie gesagt, da gab es ja zumindest irgendwie Mollys. Wo das vorhin ja anscheinend auch irgendwie gut geklappt hat mit dem einfach so drauf rumballern. Let's put something down first. Ah, hier, verwerten. Bekommst du aber auch nur diese kleinen Ersatzteile raus. Naja, besser als nichts, ne? Naja. Aber vorher, ja. Hey, beweg dich weg da, Leopold. Mann. Er kann nicht mehr, der ist durch, du musst ein bisschen Rücksicht nehmen. Muss zärtlich sein. Der ist komplett kaputt. Sorry, Leopold, musst deinen Rucksack abgeben. Den Achter hätte ich gerne. You know, for the end of the world, I honestly expected worse. Hey, what's poppin'? Don't be a stranger. So, Rucksack. I can't carry that much. That's terrific. Dann halt so rum. I love this. Looks like it carried away. So, nun die habe ich wieder dabei. Ja, so dann weiß ich, würde ich sagen, machen wir damit mal weiter, ne? Killen wir die Zombie-Herzen und holen die Herzen, ja. Und holen uns dann das Feuerwehrhäuschen. Also so wie es aussieht, greife ich echt auf mein Gemeinschaftsschließfach zu und gar nicht auf das von dir, Max, hier. Jo. Ich vermute das. Good to see you. Ja, würde ja auch irgendwie Sinn machen, weil du ja darüber für deinen eigenen Fortschritt ja wenigstens auch irgendwas dazwischen lagern kannst. Mir sagt er jetzt auch bei dir, Medikamentenvorrat sehr niedrig. Munivorrat aufgebraucht und Materialvorrat gering. Ich frage mich jetzt, was heißt denn Medikamentenvorrat sehr gering? Wenn also, ich so angucke, was ich hier drin habe, würde ich nicht sagen, dass es sehr gering ist. Ja, das sind halt ja nur diese komischen Einheiten, die du hier bauen kannst oder so. Also, weiß, ja. Also bei mir sagt das nicht, also vielleicht sagt er dir das tatsächlich auch für deine eigene Base. Das kann natürlich sein, ja.
Also bei mir ist nur Essen gering und selbst das ist noch nur auf Gelb und nicht auf Rot. Alles anders bei mir weiß. Das nehme ich mit, das nehme ich mit und dann nehme ich ein paar Granaten einfach mal mit, ne? Ja. Ich geh mal kurz pinkeln, ich komm euch wieder. Und ein paar Cracker. Ah, wenn er das macht, dann kann ich ja schnell den Kaffee zu Ende produzieren. Bis gleich. Gleich. Lassen wir jetzt alle den Chat alleine. Hey, we heard about your plan to wipe out the plague hearts. We could pitch in, but we need your help first. We need help gathering specimens for our research. Alle in der Küche jetzt, ha? Huh? Was mache ich? Hey. Weltherrschaft an mich reißen, okay. Was meinst du, ein Problem mit der Müdigkeit unserer Charaktere? Also ja, meine werden auch relativ schnell müde. Kann das noch am Base-Ausbau liegen oder so? Oder müssen wir mehr Kaffee trinken? Hey there. Wieder da. Wie. Wie.
ein bisschen die Autos getankt und repariert, was ich so als notwendig erachtet habe. Gute Frage, okay. Hey, was soll das? Ja, so. So ein bisschen so fühle ich mich tatsächlich. So, let's go. Ja, würde ich sagen. Machen wir es leer. Try not to miss things that won't. Jetzt mach die Tür zu. So, wo jetzt hin? Wieder zurück. Ungefähr zur Feuerwehrstation, dass wir halt die nächsten Herzen da wieder noch plätten können. Eieiei, ist das da am Marker? Ja, ich hab's jetzt das nächste einfach mal markiert. Aha. Okay. Das müsste so irgendwie. Hier steht schon wieder so ein komisches Kindereinkaufsauto. Seht ihr die generell nicht oder nur die ich geschoben habe nicht? Also ich weiß es nicht. Ich hatte vorhin also irgendwie was auf so einer Ladefläche habe ich gesehen, was das vielleicht sein könnte. Ja, aber genau, diese gelb-roten. Ah ja. Finger. So einen großen Bulli, was? Ich kann ihn nicht so in euch herfahren. Ich bin der Cableman. Alter, die sind nur spät gespawnt. Ja, naja. Ich nehme die Straße. Ja, dann werde ich wieder irgendwann zu dir geportet. Ja, siehste? Oh. Ich kann auch langsamer fahren. Autsch! Autsch! Frucht-I! Ja. Das war mein Kotflügel. Was? So, darüber. Ich wollte nicht aussteigen. So, da ist das nächste drin. Der Tankstelle hier? Ja, genau. Glaub ich. Patz. Bloater am Boden. Upsi. Patz. Ja, muss das sein. Ja, machen wir. Ich husche mal die Granate raus. So. Hab ich Splittergranaten mit. Nice. Feels hot enough to boil water in here. Ab durch die Scheibe. Hier sehe ich zum Beispiel orange Sachen zu machen. Gotta be a better way. Achtung, fire the hole! I can't keep this up. They got me on the ropes. Oh. Ich werde hier ordentlich attackiert. Nee. Ich muss mal eben kurz raus. Kommen die alle her? Warum so viele? Komm lieber raus, da drin ist echt eklig. Ich bin so gut wie tot. Aber du bist alleine drin. Ja, ich hab's schon mitbekommen. Okay, halbe Stunde und mein Char ist weg. Ich muss mal kurz mit dem Auto fliehen. Oh.
Ich versuche mit dem Auto hier ein paar einfach jetzt mal umzufahren. Hat einer von euch noch irgendwie was dabei? Ja, aber ich muss gerade selber Medi-Stuff nehmen, damit ich nicht sterbe. Autsch! Ich versuche jetzt einfach umzufahren. Du hast auch mich umgefahren. Macht es euch Schaden? Uff. Ist es noch da, das Seuchenherz? Nein, es ist weg. Okay. Das bräuchte ganz, ganz, ganz dringend. Ich bin quasi auf null Leben, oder? Ich leg dir was. Es ist alles leer. Ich kann dir nur Energy geben. Klasse. Ich muss dann selber alles hier. Aber ich hab deine Energy reingelegt. Aber die machen, glaube ich. Eins nehme ich und dann. Das ist die Snack? Achso, genau. Ah, das ist nur Snack, sorry. Ich hab was geworfen. Oh ja, hab ich gemerkt. Ja, geht wieder. Ist die auch unten mit ich drauf? Ich hab jetzt noch zweimal Schmerzmittel, das ich jetzt wieder zurückgeben kann. Ja, gerne. Das Herz ist jetzt erst weg. Es war nicht ganz weg. Ja. Das ist lootbar. Okay, war knapp, aber es hat geklappt. Ein Schmerzmittel-Server, wenn du brauchst, kann ich dir noch geben? Nö, ist bei mir eigentlich recht voll. Ich bin nur leicht infiziert. Werd also irgendwann was dagegen machen müssen. War eine Vector drin. Ich hab noch was gegen die Seuche in meiner, also in meinem Base-Lager gesehen. Oder in unserem Base-Lager gesehen, wie es jetzt auch immer ist. Ich müsste auch noch was dafür haben. Du brauchst ja immer nur diese Seuchenprobe, davon haben wir eigentlich eine ganze Menge, oder? Da war eigentlich was da. Geht's allen jetzt so halbwegs? Ja. So halbwegs. Dann können wir uns zumindest ja voll machen erstmal, dann wieder gleich zurück. Einmal mein Loot, aber ich will nicht. Ein Container hätte ich hier angeblich noch. So, mal gucken. Max, ich würde auf jeden Fall sagen, reparier mal das Fahrzeug. Ich kann nicht. Ich habe nichts zum Reparieren. Warte mal, geh mal an meinen Wagen ran, da müsste doch was drin sein, glaube ich. Hier im Fahrzeug, bei mir so, da ist was drin. Nice. Ich habe jetzt noch dreimal Schmerzmittel. Down to the last one. Dann reparieren wir mal ein bisschen. Ich glaube, ich war etwas zu optimistisch. Ich habe zu schnell mit den Granaten die drei Stufen vom Herz immer ausgelöst, sodass wir zum Ende hin theoretisch so anderthalb Wellen hatten. Und ich glaube, das war etwas too much. Ich hätte einfach mehr Medi-Stuff mitnehmen müssen. Also für beim nächsten Mal nehme ich auf jeden Fall ein bisschen was extra mit. Dann wäre das auch wieder kein Problem, ne? Also. Und da drin war es halt sehr eng, das war halt auch das Problem. Die haben mich dann irgendwann so ein bisschen eingekerkert. Na, ich check schon mal das andere Herz aus. Mach mal. Was ist denn das? Ich schau hier oben in der Scheune mal noch nach. Pack mich da mal nochmal voll. Oh, in welchem Raum ist denn das? Da ist es, okay. Welche Fruchtbäume. Aha. Ja, so ganze Plantage. Feuerwerk gezündet. Ja. Hey, ist ja auch bald schon Silvester, das ist schon genau richtig. Bin zu weit weg vom Horst. Oh, ich muss wieder zurück.
Ach, da hinten ist der Horst. Ja, ich bin gleich durch. Ich habe irgendwie nur zwei Kisten. Ich hatte gehofft, nur, dass sie vielleicht nochmal einmal Essen bekommen. Zippo. Aber sieht nach einem Nein aus. Schade. Ich mach da nicht weiter, da kommen jetzt zu viele. Und ich hab schon keine Tür mehr auf der linken Seite. Nee. Ist er nicht. Ich hatte... Seid ihr denn ansonsten voll? Nee, ich hab hier nichts. Nein. Okay. Wieder nicht wirklich was gehabt. Also, zwei Sachen vergessen. Du kannst also gerne unsere Kofferräume füllen, also meinst du? Nee, ich hab selber tatsächlich noch gar nicht allzu viel. Mein Rucksack ist auch noch großzeitig leer, aber. Mal gucken. Ich schau hier, glaube ich, auch noch mal rein. Guck mal hier, Tatenmart. Ja, ja. Way too noisy. Can't do it. Hier ist blauer Loot drin. Das war für mich. Okay. Hier ist orangener Loot drin. Ich bin. Wo bist du denn? Ja, an der anderen Seite. Da. Habe ich dich markiert, oder was? Hier ist vor allen Dingen... Hier ist auch orangener Loot bei mir. Okay, ich komme. That ain't half bad. Moin, Lukas. Hast du einen Fehler beim Abholen der Belohnung? Ich weiß nicht. Was meinst du? Welche Belohnung? Wie bei dem Spiel oder was? Ich spiele es auch noch nicht allzu lang, ne? Also. Mal, erklär mal genau dein Problemchen, vielleicht kann ich dir ja helfen. Einpunkt, naja, gerade hast du ja mit dem hier vor ihm, da hat's ja geklappt. Guck da, 250 hat's gekostet, da hast du die Nase vorgehoben. Ist ja gar nicht meins. Beim Abholen. Ich weiß auch nicht. Ich hab selber noch nie irgendwie Kanalpunkte abgeholt oder sowas. Das kriegst du doch einfach immer so. Einfach ganz normal mal zuschauen. Oder nicht? Ja, du kriegst so Streckenbelohnungen irgendwie, wenn du was öfter und länger machst. Die musst du, glaube ich, händisch abholen. Da musst du aber nur auf so einen grünen Punkt klicken, der unten neben dem Kanalpunkt ereignet. Oder bei den Kanalpunkten dabei steht. Dann so. Alles andere sammelt er automatisch ein. Ich bin fast voll mittlerweile. Ich habe noch zwei, drei Slots offen. Might be something here we could put to use. Ah.
Hier gibt's noch viel zu looten, wo ich jetzt gerade bin. Aber wie gesagt, ich habe noch so 2-3 Slots, dann wäre ich eh eigentlich schon fast dafür zurückzufahren. Weiß ja nicht, wie es da bei euch ist. Ja, klar. Money, schön. Ich loot die Polizeistation. Hier scheint es eine ganze Menge coolen Stuff zu geben. Vor allem an Waffen halt. This kind of sick don't just go away. I gotta do something about it. Ach ja, genau, meine hat auch die Zombie-Seuche. Muss eigentlich mal gucken. Aber noch ist ein bisschen Zeit. Ich komme auch mal schnell an meinem Fahrzeug, mich entleeren. Zweimal C4-Ladungen und eine Blendgranate. Ich glaube, die Polizeistation lohnt sich. Ja, bam. Gute Money. Ahnungspapst. Oh, ist noch mal eine AR-15 drin und Munition. Scheiße. Gute Zeug. Dann ein paar Freunde mitgebracht. Und da. Ja. Time to reload. Oh, da ist ja noch Platz in deinem Kofferraum. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt nicht mehr. That won't work. What? Ja, die AR-15 bzw. die Muni dafür auf jeden Fall würde ich noch ganz gerne nehmen. Aber das Ding hier lohnt sich wirklich. So eine komische Belichtung? Ja, ja, ja. Es ist manchmal, auch insgesamt, manchmal ist es relativ dunkel. Finde ich schon, dass man ein bisschen, da hätte man ein bisschen mehr machen können. Oder vielleicht eine bessere Taschenlampe oder sowas. Das wäre, glaube ich, schon gar nicht so verkehrt. Oder dass du halt die Nächte skippen kannst. Wenn nicht gerade irgendwie deine Base angegriffen wird, meinetwegen, oder sowas. So, jetzt habe ich noch 8 Minuten 45, bis meine drauf geht. So, so, ich habe einen Standmixer gefunden. Oh, sauber. Nicht dein Ernst, ich habe mich selbst genadet. Lebst du noch? Ja, ganz knapp. Ah, ich muss zurück. War so laut, No room for that. Jetzt komm mal raus. Ein Schmerzmittel eingehauen. Oh. Also jetzt glaube ich, so langsam aber sicher. Würde ich ganz gerne zurückfahren. Gito! Es sind noch 7,5 Minuten, bis ich drauf gehe. Dann los. Let's go. Ja, genau. Dann haben wir so einen Digger. Straße. Easy. Shiften, ja. So ein bisschen nass, das wär's noch.
Ich habe das Spiel jetzt so lange nicht mehr gespielt, aber ich merke echt mal wieder, dass es echt einige Sachen halt wirklich gibt, die dieses Spiel echt gut macht. Andere so tralala, aber... Ja, wie gesagt, so der grundsätzliche Spielstil mit diesem Basenbauen und Einsammeln, das finde ich wirklich cool. Ja. Das ist halt das, was mir, wie gesagt, bei vielen dieser anderen Zombie-Spiele einfach fehlt. Weil das, du kommst, finde ich immer, vor allen Dingen auch bei DayZ und so. Oh, oh. Kommst. Oh, okay, oh. Das sieht übel aus. Oh, oh. Bin da. Kommt dann immer so dieser Punkt, und selbst bei Tarkov habe ich es eigentlich sogar auch, wenn es jetzt kein richtiges Survival-Spiel ist, halt dieses Mal, wofür mache ich das? Ja, wo arbeite ich irgendwie hin? Und hierbei hast du das, finde ich, halt nicht, weil du diesen Basebau halt wirklich hast mit der Gruppe und wechselt halt hier und man zieht dann halt am Ende des Tages weiter. Und so, also, das fühlt sich schon ziemlich cool durchdacht an. Also die Spielidee finde ich sehr geil. Ja, und ich finde auch an einigen Stellen gar nicht so schlecht umgesetzt. Also in einigen Details. In anderen, ja. Aber man muss auch mal sehen, wie alt das Spiel ist, ne? Also. Ja, also ich sag mal so Schießen, Schussverhalten generell, auch Grafik, selbst wenn es ein paar Jährchen alt ist, also da ist schon. Also es hat hier und da schon. Das ist ein Xbox-Spiel, was man auf PC nur halt notdürftig adaptiert hat, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Also mir kann immer einer erzählen, was er will, aber mit einem Controller und zwei Sticks sauber und schnell und zügig schießen zu können, sorry, ich nehme mich keinem ab. Also. Nicht ohne Aimlock oder Aimbot. Ja, so sieht's aus. Ich glaube, falsche Richtung. Ich bin falsch. Hui. Überall fehlen Türen hier an den Fahrzeugen. Ja. Meine Kiste hat auch gut gelitten. Kabelfernsehen! Sie haben einen Termin. Oh oh. So, nochmal ran da. Puh, sure good to be home. Got a slide. I'll catch you later. I'm headed out. So, das ist aber auf jeden Fall gelohnt. Ich habe alleine zweimal Essenspakete dabei gehabt und einmal noch sogar Munitionspakete. Station. Jetzt erstmal gucken, herstellen. Massenheilung vorbereiten kann man jetzt hier. Okay, krass. Okay, ich habe sie geheilt, aber sie ist jetzt eigentlich trotzdem durch. Ja, sie ist voll fertig. Hey, also so noch eine Ampulle mit solchen Heilmitteln? Ich kann eine noch bauen. Brauchst du eine? Nee, für dich jetzt, meine ich. Achso, okay. Ja. Ja, du brauchst ja irgendwie immer nur dieses komische Zeug, was du von den Zombies da bekommst. Und das kriegst du irgendwie relativ häufig, also. Davon haben wir noch 5 Stück. Ja. Weil ich sehe halt wirklich mein Inventar, nicht deins. Mhm. Naja, ich sag ja, also es gibt auf jeden Fall Verbesserungspotenzial. Aber es ist nicht verkehrt. Heißt, in Zukunft müssen wir das Auto von Max in die Basis räumen lassen, ansonsten geht's in unser Inventar, oder wie? Ziemlich. Ja, mal blöd gefragt, also. Könnte sogar durchaus sein, aber. Ja, wir können theoretisch unser Material über diese Art und Weise halt hier rüber einführen, theoretisch, ja. Das Auto wäre dann, oder das Fallenlassen wäre dann halt die Übergabe. Mhm. Ja, finde ich aber auch. Eigentlich nicht schlimm, weil, naja, ne? Nö. Also, geht halt wie er will, im Zweifelsfall. Ich habe zweimal C4. Ich habe das letzte Zombie-Herz mit C4 instant gekillt. Mit zwei Ladungen. Mhm. Also, könnten wir uns durchaus überlegen, das letzte Zombie-Herz da noch mitzunehmen? Ich nehme Nates mit. Das funktioniert gut. Die erste Stufe vom Herz ist durch. Die habe ich mit einer Nate schon
vorbereitet? Ich sehe kein C4. Ich hatte doch aber C4 gefunden zweimal. Mhm, das habe ich aus dem Auto hier reingepackt. Ja, dann, ist es in deinem Inventar. Genau. Das heißt, wir haben Max bestohlen. Tschüss. Warte, ich steck's dir ins Auto. Hattest du nämlich in meinen Kofferraum gepackt. Ja, ich erinnere mich. Da war was. So, welches Auto hat denn jetzt auch noch hart gelitten? Einmal kann ich noch reparieren. Alle, oder? Ja, ich kann ja selbst gucken, ob ich reparieren kann. Also, ich repariere noch ein bisschen. Du Gönner, du. Zack. So, ich nehme auf jeden Fall Schmerzmittelchen mit diesmal. Warte mal, Max. Ich muss mal anders. Splitter Nate. Soll ich dir mal die Sachen an Nates rauslegen, die ich habe? Na, das C4. Das tust du dann. Achso, nee, das liegt im Auto. Ja. Ich habe jetzt noch eine Nate so dabei. Also, wie gesagt, beim letzten Mal habe ich es mit zwei Packungen C4 eigentlich instant gekillt. Also. Ja. I know how it is. Some folks just take up space. I call them air thieves. If someone's not doing their part, Auto, you may have to get rid of it. Naja, ich will mal gucken, was noch da ist. Ich würde sagen, versuchen wir es. Vor allen Dingen, solange wir noch ein bisschen Licht haben. Die zweite Kampagne, die es da gibt, dann eigentlich auch komplett im Coop spielbar, oder wie sieht's da aus? Ja, ich meine, ja. Meine ich zumindest. Ach so, nice. Eine Waschstraße, das Auto ist schon wieder so blutig. Ich weiche schon aus, statt umzufahren. Ja, hier so unterwegs. Die kommt da eh irgendwie immer nach, oder? Also. Aber es macht Spaß. Ja. Dieses Batschgeräusch triggert schon ein wenig. Ja, wirklich das hier mit. Das hier eine Fusion aus dem Spiel mit so ein bisschen DayZ, mit, weiß ich nicht, einem Schussverhalten aus PUBG oder sowas. Dazu. Ich glaube, da ginge schon was. Ja, der dritte Teil ist ja schon angekündigt. Also. Prescott. Jetzt kann man, glaube ich, schon ein bisschen direkter fahren. Das ist eine Schwepper, oder Rettstraße. Okay. Hast du schon? Warte mal, ich habe hier was Falsches markiert. Jetzt dahin müssen wir. Ah, der große Bubi ist hier immer noch an der Tanke. Seems quiet enough. Der Jogger not. That won't last with the play card basically next door. So, Kabelmann ist da.
Bums. So, C4, alles soweit klar. Es ist links am Haus das erste Fenster rechts. Kannst auch einfach durchs Fenster schmeißen. Ich habe mich vorhin verworfen. Links am Haus. Ist im falschen Haus? Ja. Ja. Hier, andere Seite. Die ist hier schon andere Seite. Da rein. Hier siehst du es pulsieren. Da ist es. Ja, genau. Hallo. Ja, los. Warte. C4er ist. Oh, ich geh weg. Das piept mir zu laut. Das muss ich manuell sprengen. Ja. Instant. Das war schon. Also C4 ist dafür ziemlich geil. Ich habe jetzt auch, um auf Nummer sicher zu gehen, alle drei gleich reingeballert. Weil ich hätte sogar nur eins gereicht. Na Vorsicht, es kommt jetzt eine Welle, ne? Bei dem Radau, den Max gemacht hat. Und es hat Boom gemacht. Bloater nearby. Bloater? Das war der Bloater? Blow, blow, blow. Na dann. Jetzt müsste man ja. Jetzt haben wir ja hier das Ding geklärt. Genau, jetzt muss man doch die Feuerwehrstation eigentlich nehmen können. Jo. I think so. I might be caring too much here. Dann heißt es ja umziehen. Solchen Herz habe ich geludert. Nothing kicking in here. Hier gab's auch nicht viel. Aber du solchen Herz selber. Ja, ich glaub, in der Schack außen ist wieder was. Ich schnapp mal kurz noch ins Auto. Oh, noch Warfronts. Ja, ich hab hier nicht so viel gefunden, das ist richtig. Da, Warfronts. Hey! I got more of that for all you damn Z. Na gut, dann fahre ich mal zur Feuerwehrstation. Ja. Mal gucken. That's terrific. Ich weiß gar nicht mehr, wie das lief irgendwie mit denen. Wir haben ja eh noch den großen, den wir dann direkt an der Station haben. Ich glaube. Kann man ja mal attackieren. Mal noch den Uli. Jetzt können wir uns eh kümmern, ja. Oh. Der steht hier auch schön auf der Ecke. Okay, mein Auto leidet arg. Ich muss mal, glaube ich, relativ schnell aus dem Wagen hier raus. Dann ja noch ein Toolkit. Autsch, autsch, autsch. Yeah, I'm all run out. Was? Hält der wirklich richtig viel aus, oder wie ist das? Der hält schon aus. Hat er eine Schwachstelle? Eine Muni mehr? Ich bin mir nicht sicher, ob die leuchtenden Stellen Schwachstellen sind. Hey, weg von meinem Auto! David Frucht, die aber zickig, du. Das soll nicht sein. Halb an, der Hauptstaub. Okay, nee, er lebt noch. Ich glaub jetzt, nee, immer noch nicht. Das war's, bin leer. Ja. Dreifache Seuchenprobe. Sauber.
Wenn er es auf den Knien ist, E drücken, okay. Hat einer noch ein Repair-Kit für Autos? Nee. Ich hab keins mit, nee. I'm sick as a dog. Alter, hat er mein Auto? Das ist nicht dein Ernst hier. Ja, meins auch. Meins brennt schon. Es funktioniert noch, aber meins ist so gut wie komplett kaputt. I hope nothing heard that. Ich meine, wenn wir jetzt mal, ich weiß nicht, ob man es probieren sollte, so direkt umzuziehen, dann hättest du ja theoretisch Kram hier, ich weiß es gar nicht. Ich würde es versuchen. Ich muss kurz hier noch irgendwie die Räume drin erkunden. Ja, Svepper, so kann ich sein. Something out there still needs. Kam, um mir beim Tauben zuzuschauen. Okay. Ich glaube, es geht. Was höre ich hier noch gegenschmettern, aber so ansonsten? Ah, hier. Yeah. Ach, übrige Zombies, genau. Ich hasse es, dass du nicht durch eine Tür durchschießt. That won't work. Er sagt mir immer noch übrige Zombies. Ah, jetzt. Ja, ja. Ah, ja. So, okay, dann switchen wir mal. Bedingungen nicht erfüllt, sagt er mir. Ich brauche noch mehr von diesen komischen Reputationen, glaube ich. Okay. Noch 1070. Also das wird erstmal nichts. Dann müssen wir wahrscheinlich sogar trotzdem zurückfahren, alleine schon, um die Autos zu reparieren. Ja, richtig. Also meins ist sowas von im Arsch. Da kommt auch schon wieder eine Horde irgendwie an. Dann sollten wir doch einfach nur schnell fahren. Ja, Max kämpft. Nee. Ich renn zum Auto und fahr. Ah, dein Auto steht da, okay. Dann fahren wir in seine Richtung. Du darfst wirklich nirgendwo. Ja, bitte nicht niesen. Ja, ja, so ungefähr, ne? Das ist echt übel. Kann mal einer vorfahren sogar vielleicht, macht wahrscheinlich Sinn. Ja, hast du was bei dir im Auto drin an Loot? Willst du es umladen vorher wenigstens? Ich glaube, es müsste gehen, wenn ich nicht irgendwo gegenfahre. Okay, dann let's try it. Wir müssen aber vorsichtig fahren, dann müsste das gehen. Weil wir haben hier ein Stückchen zu fahren. Ansonsten lassen wir es stehen und holen halt ein Repair-Kit. Das wäre nämlich auch sonst meine Idee gewesen. Hier abstellen, fahren und dann holen wir es nachher wieder. Ich glaube, es müsste gehen. Ich fahr wirklich vorsichtig. Lass mal Christian auch noch vorbei. Achso, ich hätte jetzt von hinten auf dich aufgepasst, aber okay. Nee, aber nicht so weit weg. Das ist jetzt, ich bin jetzt zwischen euch. Mein Auto ist leer. Ich steig mal schnell aus und verlasse es mal. I can't keep this up. Nixus Spritus. Hat einer noch Sprit dabei? Ich könnte. Jetzt mal nicht. Im Auto könnte Sprit sein. Max sein Auto. In meinem. Also diesmal wirklich. Okay, ich schau mal. Ja. Nur kein Feuerlöscher. Ja, das ist, ja. Ich hoffe, dass ich überhaupt noch was habe, um zu reparieren. Ich glaube, mittlerweile craften müsste ja eigentlich auch gehen. Ich hab noch was zum Reparieren, ich kann die auch reparieren. Ich glaube, ein oder zwei habe ich noch. Nice. Hey! Komm. Okay, ich kann wieder fahren. Hey, ich will aufsteigen. Ich
komischen Dunst sieht man so schlecht. Achtung, Engstelle. Ich meine, gerade durch, genau. Ja, einfach sag, wenn du die Map aufmachst, dass wir rechtzeitig dran müssen können. Sorry. Das Auto klingt so übel. Vorbereitung so ein bisschen mitnehmen, ja. Mhm. Wollt ihr kurz zeigen, wo nicht? Ja, wieso ist denn hier gesperrt? Was geht denn hier ab? Ey, ich sag mal, wollen wir rumfahren können? Danke, Torti. Ich sag hier für das Prime-Abo, moin. Monate. Ja, übel, übel, übel. Ja, wir sind ja eh auf dem Weg zurück. Der Mike Schark kriegt gleich seine Pause. Map auf, wir könnten theoretisch auch jetzt rechts fahren, querfeldein. Jojo, schon direkt. Sparen wir uns die ganzen... Warte, ich mach dir eine Öffnung im Zaun. Ich finde das Auto, wenn ich es richtig gesehen habe, ist auch nicht mehr. Ist auch schon. Ist dann auch schon, ja. Ich mach wieder eine Zaunöffnung. Tada! How's it going? Ganz geschmeidig. That's pretty heavy. Eieieiei. I hope nothing heard that. Eieieiei. No more of that. I need a break. Well, somebody better refill their prescriptions. We need more meds. So, Krankenstand zu benutzen. Hier geht's ja eigentlich ganz gut. Dann wechsle dich mal. Ich hab zumindest mal den Brand an deinem Auto löschen können. Nice. An meinem. Schau mal in der Werkstatt nach. Was können wir denn mittlerweile? Waffen reparieren, pro da Sachen herstellen. Schützenminen kann ich herstellen. Das bringt uns nicht so viel. Munition. Ja, nee. Dosenbomben. Toolkits. Ah, okay. Ich werte mal die Werkstatt auf. Dann müssten wir genug bei rumkommen. Kommen. Hey there, stranger. See you later. How's it going? I can't carry that much. So, Materialvorrat ist jetzt mittlerweile wieder niedrig. Was wegen der Werkstatt? Too loud.
wir das denn hier noch? So, warte mal, erstmal wieder den Rucksack. Diese ganzen Sechser-Rucksäcke. Ich glaube, die verwerte ich mal langsam. So, ausrüsten. Bisschen Medi-Stuff. Okay, das heißt, ich muss jetzt noch irgendwas machen für Reputation. Also entweder jagen wir Reputation hier Einfluss oder was ist das? Ich glaube, das ist doch der Einfluss, oder? Ja, genau. Die da rekrutierbar. Können auch die gestrandeten Soldaten rekrutieren, glaube ich. Dann wäre die Gruppe noch größer. Aber ist das nicht auch Einfluss, der dabei drauf geht? Da steht Rekrutierungsvoraussetzungen 0, du hast 2454. Also wenn ich es richtig verstehe, kostet es mich nichts. Okay. Kann es sein, dass ich kein Seuchenheilmittel herstellen kann, weil meine Base daheim die Medizinstation nicht auf 2 hat? Das kann sein. Nein. Oder was heißt das denn da unten bei dem Kreuz? Hast du deine Seuchenproben in dein Inventar gezogen? Nee. Du musst Seuchenproben... Aber die Seuchenprobe 5 ist auch weiß. Nur bei dem Kreuz ist unten eine rote 2 dahinter. Ja, guck mal. Also er sagt, ihm fehlt das rote Kreuz und nicht die Seuchenprobe. Ja, warte mal. Ich hab's jetzt einfach mal gebaut. Ich schmeiß es dir mal raus. Also ich könnte Seuchenproben gerade hier bauen. Da. Okay. Danke. Komisch. Warum müsste es gehen? Du darfst nur deine Seuchenproben nicht im Inventar haben. Du musst sie in der Gemeinschaftskiste haben. Ja, hab ich ja. Okay. Er meckert ja auch nicht, dass die Seuchenproben fehlen. Okay. Er meckert drunter bei dem Kreuz, dass da steht eine rote 2. Und der Status meiner Heimatbase ist halt bei Kreuz nur 1. Okay, das kann natürlich sein. Das ist krass, oder? Es bleibt dabei. Es ist halt wirklich echt verwirrend. Hallo. Weil ich ja nie meinen Spielstand gespielt habe, ne? Das ist dann echt blöd. Ja, genau. Das war... Wir müssen es halt für dich produzieren und dann... Genau. ...geben, ja. Das war halt damals der Punkt, warum wir dann irgendwann das dann sein gelassen hatten. Weil wir immer mal wieder so an irgendwelche Hürden gekommen sind, wo Leute irgendwas nicht direkt machen konnten. Und dann das ist halt so. Wir bewegen quasi nur deine Helfer. Ja. Und das hoffe ich auch wirklich inständig, dass sie zum nächsten Mal das so machen, dass du dir den kompletten Spielstand teilst im Coup-Modus. Das wäre schon sehr geil. Ich bin horscht. Heißt auch nur... Also, wo? Wo kann ich denn Autoreparatursets herstellen? In der Werkstatt, die upgradet aber auch gerade noch. Ach so, okay. Erst dann kriegen wir es. 5 Minuten 30, dann können wir die herstellen. Wahrscheinlich dann wieder nur du, weil ich es nicht habe. Okay. Okay. Yay, 8 Einfluss. Frage ist, ob ich mir damit so einen Gefallen tue. Ich meine, meine Gruppe ist jetzt schon relativ groß, wenn ich die jetzt noch mit dazu hole. Also dann halt habe ich nicht genug Betten für alle wieder zum Beispiel. Ne? Ja, denke ich auch. Na, dann lassen wir das doch mal lieber. Dann bleibt es aber, ich brauche noch mehr Materialien und wir müssen halt irgendwas zur Reputation machen. Ich könnte zum Beispiel die Händlerquest machen. Übernehme die Kontrolle über Leopold. Über die Quest hat man ja eigentlich mal ganz gut was bekommen. Das ist richtig. So, über ihn. I'll see you in a bit. I can't stop you, but I don't have to like it.
So, sprich mit Robert über seine Bedenken. Jetzt muss ich erstmal mit Robert reden. Was wollen diese Verrückten? Wir sollen Proben sammeln? Das schreit förmlich nach Schwierigkeiten. Ich verstehe, aber sie sind Ex-Militärs und können uns beim Kampf gegen Blutseuche helfen. No, goddammit! Don't forget, we still need to kill those plague hearts. Jetzt müssen wir mit denen reden. So, wo müssen wir hin? Hab's markiert? Ah, ein bisschen müssen wir. Der Handyman wartet schon. How's the end of the world treating you? Warte mal, ich glaube, kein Medi-Stuff. Ne, der muss noch. So, jetzt können wir. Some shit just hit the fan. Höherer Schaden von Zombies? Zombies rennen wild herum. Was? Irgendwas durchleuchtet doch mal einfach nur so ein bisschen auf. Ja, so eine Sonder. Session Quest. Kams. Gedöns. Also ich hatte die Match-Session hatte ich gerade ausgebaut bei Warfronts und das hat nicht funktioniert. Wie gesagt, also wenn sie sich nicht geändert haben, dann das war damals halt auch schon so zum Teil der Fall. I don't want to stick around here for very long. Oh, 25 Einfluss. 10 Einfluss, easy. Vielleicht müssen wir einfach nur durch die Gegend fahren, bis wir umziehen können. Oh, jetzt brennt meiner. Meiner ist auch ziemlich gut dabei. Ich meine, wir können ja mal gucken, dass wir was suchen. Mal so diese Werkstätten oder irgendwas, also eigentlich ging es ja ganz gut klar, diese Repair-Kits auch zu finden. Unsere Forschung benötigen Z-Fleischproben, allerdings von gewöhnlichen, nicht von solchen Sets. Kannst du mir helfen, ein paar aus der goldenen Obstgartenfarm zu bringen? Zombiefleisch hat mir gereicht, bin dabei. Okay. That's what I wanted to hear. Lead the way. Jetzt müssen wir mit ihm zur Obstgartenfarm. Die ist nicht weit. Sehr gut. Ich weiß noch nicht, ob ich mal mit dem Auto... Ah, okay, dann muss ich mich zusammenreißen. Ich muss dem Batsch-Batsch widerstehen. Okay. Du? Ich? Du, RCS. Aber wir können ja ein bisschen abseits halten. Oh, der Keilriemen quietscht schon. Quick. We have undead Knack. Inbound. Hält einfach an. Zerstückle 10 Zombie-Arme in der goldenen Obstgartenfarm. Ach, das ist schon die Obstgartenfarm hier? Ich glaube ja. Tja. Ne? Was sollen wir zerstückeln? Zombie-Arme. Hier ist ein Farmhaus. Ich glaube, da war Loot für dich dran, wenn ich mich recht erinnere, aber... Ja.
jetzt auch nochmal. Oh, hier kann ich was looten. Ich kann hier nochmal so ein. Hier steht Judy drin rum. Soll ich die ansprechen? Da. Wenn du noch eine. Also, das ist jetzt die Frage. Ich glaube, die wird uns dann folgen. Also. Oder sich bei dir einquartieren. Das geht doch gar nicht. Ja, ich weiß es nicht. Oder bei dir, Frucht, in deiner Welt jetzt vielleicht wirbst du sie Max damit ab? Wer weiß. Ah, nee, ich kann dich nicht an. Ich kann ich nur Begleiter, nur Hoskar an. Das ist ich hab ein Toolkit gefunden. Yeah. Oh yeah. I really want to take you for a spin. Und neues Auto. I think that'll do it. Noch eins. Ich frag mich, wo hier die ganzen Zombies sein sollen. Also ich hab eben gerade hier mindestens 6-7 gehabt. Okay. Hier hinten bei mir. Da müssen wir was Spezielles mit denen noch machen. Aber weil es gibt doch so ein. Hier gibt es doch so ein Symbol von. Also kannst du was aktivieren oder wie? Weiß ich nicht. Ich stehe hier drin in dem. Ich denke halt, du musst das hier innerhalb der Bäume machen, ne? Also. Guck mal, ob ich hier nochmal mit ihm sprechen kann. Da ist einer. Zerstückel die. Also zerstückeln würde ja bedeuten, du solltest nicht schießen, ne? Ja. Und so wie es aussieht, muss ich das machen. Ja. Nee, jetzt habe ich einen erwischt und doch, jetzt sind es drei. Naja, ich muss das machen. Mach sie weg. Okay, running on empty. Ja, vier. Also ich kann gerne rumlaufen und dir Zombies anlocken. Ja, das ist ja gut, das ist ja gut. I come to you. Na komm schon. Ja, rein theoretisch, ja genau. Dann müssen wir mal so ein Feuerwerksgedöns oder so mal loslassen. Na? Nee. Nein. Okay. Ich kann halt irgendwie ja nicht direkt auf die Arme zielen. Ich habe das Gefühl, ich muss auch wirklich den Arm zerschmettern. Bring auch noch einen mit? Oder ist zerstückeln einmal zuschlagen und dann E drücken? Und dann E drücken vielleicht? Dass du die Sonderfunktion nutzt beim. Aber da macht er ja meistens auch den Schädel. Aber ja, guck mal. Ja, aber versuch's mal. Jetzt hat's geklappt. That's it. Mhm. Komm her. Hier. Du weißt ja, wenn du Zombies brauchst, ne? Ja. Ja, ich hab auch wieder einen Schlepptau. Jup, jup. Hier kommt noch einer. Diesmal hat das nicht gezählt und ich hab's mit E gemacht. Na dann einfach. Wenn er das macht hier, der mit uns rumläuft, das hat jetzt auch wieder gezählt. Aber ja, gezählt, es scheint so ein bisschen, scheint aber ein bisschen random zu sein. Da ist doch einer, ja. Da kommt noch einer. Ja. Sieben! Sadoke. Nein, leider nicht. Beim Zerstückeln helfen Klingenwaffen. Ah ja. Ich habe zumindest mal eine Axt. Mal gucken.
Vielleicht geht's besser. Nein, das sieht gut aus. Oh, das zählt auch bei mir. Es ist also wirklich Klinge, die du brauchst. Okay. Haben wir alle was gelernt. Stehen hier jede Menge, ne? Okay, jetzt brauchen wir keine mehr. Nee. So, jetzt kann ich danke für die Hilfe bei unserer seltsamen Bitte. Funk uns einfach an, falls du Hilfe brauchst. Okay. That wasn't easy. But we made a strong ally. 200 Einfluss. Das ist, zeig mir das einfach nicht an. Diese Curveball-Menüs sind irgendwie ein bisschen... Die sind ein bisschen penetrant. Können wir noch mal zum Händler fahren? Das ist tatsächlich sogar auch ein Ziel. Also vielleicht gibt es dafür ein bisschen was. Jetzt 2697 Einfluss. Wir brauchten, glaube ich, 3500, wenn ich mich recht erinnere. Also das reicht noch nicht. Wo ist denn der Händler? Tja. Östlich von uns. Auf unserer Höhe östlich. Ich weiß aber auch nicht, wo Osten ist. Hier gibt es keinen Kompass. Mysteriöser wandernder Händler, oder wie heißt das? Ja. Okay. Zwei Punkte, straight östlich. Ah ja, man sieht die Markierungen diese jetzt am Pfeile, ja. Ach so, und ist ein Story-Ziel? Sichere dieses Territorium. Hast du das bei dir auch drin, Max? Und der Ziele? Ja. Aber da muss ich halt die Seuchenherzen zerstören, die 13, ne? Ah, verstehe. Okay. Hast keinen Sprit mehr. Komm schon. Okay. Interessant. Muss man eben ein... Renn ich. Na klasse. Soll ich mein Auto wieder aufrichten? Ich glaube, ich sollte hier aufhören, mit dem Auto zu fahren. Ich muss eben ein bisschen hier tanken. Die Luxusartikel, ja, ne, die Hit. Ich glaube nur noch ein Zombie-Hit und ich. Nicht! Möchtest du hier mit einsteigen? Meins ist nicht wirklich viel besser, mal. Aber. Mal kurz. This shit is heavy. Aber ich mochte ihn so sehr. Ja, wir haben ja noch ein weiteres Auto gerade gesehen, also. Markierst dir doch mal. Oder sieht man das auf der Map? Sieht man eh, wo es steht, sieht ne? Sieht eher auf der Map, ja. Bye, bye. Dieses hässliche Auto hatte so viel Charisma. Ja, gut, ne? Haben sie alle so ein bisschen. Gracias. So, perfekt. Mach mich nicht weiter vom Host entfernen. Ich komm schon. Doch, steig bitte ein. Entfern steig dich. Steig ein, steig ein. Bitte entfern dich. Er ich komme. Groß, der Joggernaut. Hallo. Hi. Autsch. Hä? Du bist ausgestiegen. Ja, ich bin rausgefallen. So, hier könnte er vielleicht schon sein. Der Zombie?
Hier siehst du ihn, oder was? Nein. Ich sehe ihn erst hier. Bei mir ist er hier vielleicht in dem Haus drin. Ah, okay. Hier ist aber auch der Juggernaut, ne, unterwegs. Ja. Mhm. Bei mir ist er entweder dort oder dort. Ich glaube, wir müssen uns erstmal um den kümmern. Sieht so ein bisschen danach aus, als wären wir den nicht unbedingt los. Na dann mal los. Okay, er läuft. Auch noch andere an. Fünf Kugeln. Es kommt zu viele gerade. I still think we should help. Oh oh. Großes Oh oh. I'll do it, but don't do that again. Zeit zu fliehen. Kommt hierher, watch! der folgt uns weiter. Nein, er ist auf jeden Fall auch komplett infiziert. Also eigentlich muss ich auch gucken, dass ich zum alten Auto komme und dann können wir auch erstmal schon wieder zurückfahren. Dann können wir vielleicht auch Luxusartikel. Ja. Warte, versuch mit einzusteigen. Er ist so groß. Mal hinter dem Prototypen hinterher. Okay, dann fahre ich weiter in die andere Richtung. Ja, das ist ganz cool, dass es mit denen sogar echt nochmal so ordentlich eskalieren kann. Ist nicht ohne. Ich meine, ich habe mit der Bar auch wirklich die große Muni verschossen. Und das hat er eigentlich, das hat er trotzdem gut ausgehalten. Take out the nearest plague guard? This should clear up. You know, if we try, we can get this place into shape in no time. Das ist ein bisschen, also was so auf jeden Fall ein Verbesserungspunkt wäre beim nächsten Teil. Ich werde teilweise echt mit vielen Sachen irgendwie einfach zugebombt, auch irgendwie so mit Tagesmissionen und irgendwas oder ploppt immer irgendwas auf, dann ist es aber irgendwie gefühlt schon ein paar Sekunden später mal weg. Ich weiß mal gar nicht, was die von mir wollen. Als das Game rauskam, war das aber nicht so stark. Das ist halt alles so später, ne? Also Late Content, den sie halt mit zugepackt haben, um es dann halt noch ein bisschen attraktiver zu machen. Am Anfang, glaube ich, bist du nicht so oft damit vollgespammt worden. Es geht halt so schnell durch, ne? Ich würde es mir gerne irgendwie anschauen. Aber dann wandert das irgendwie durch und dann, vor allem wenn du jetzt so wie jetzt am besten noch im Auto fährst, dich konzentrieren musst oder mit dem Fight bist, dann geht das ja gnadenlos unter. Autsch. Ja, ist halt aber, ist ja letztlich auch nur so ein, so die typischen vier ständig wiederkehrenden Aufgaben. Mhm. Nur macht das diesmal an dem Ort und diesmal an dem Ort. Ja, ja. Ja,
Ja, aber trotzdem, das Grundprinzip ist cool. Sonst hätte ich ja vorher nicht schon 80 Stunden, glaube ich, drin gemacht. Oh, yeah, yeah. Fruchti, wenn was ist, ich habe Benzin habe ich in Dosch. Ich habe, glaube ich, daheim, also in der Base auch noch welches. Du darfst doch gerne tanken, wenn du möchtest. Das mache ich. Ich muss ja hier zahlen für die Dienstleistung, die du mir erbracht hast. Dienstleistung? Hi. Okay. Yo, I'm heading out. Yo. Nein, nicht einsteigen. Ich will tanken. Eieiei. Hallo. Und erstmal wieder Seucheninfektionszeug. Kurz auf, Kopf. Ja. Oh, sind bei Medstuff und bei Werkzeug hier, also bei dem Eisengedöns, auf Null runter. Das ist nicht so richtig gut. Du hast keine Schrauben mehr, oder was? Nee, diese drei Eisenbarren. Werkstoffe oder so nennt es, glaube ich. Da bin ich auf Null runter und halt bei Medistuff. Ich kann aber gucken, dass ich eins mal noch baue. Das konnte ich ja irgendwie machen. Genau. Dauert nur 10 Minuten, aber ich kann eins herstellen. Kann ich da irgendwie so eine... Kann ich da mehrere in Auftrag geben? Nee. Hm. Willst du mir bei Gelegenheit auf die Tasche noch ein Seuchenmittel machen, Max? Auf die Tasche? Ja, eine Sicherheit. Ach so, meinst du es? Ja. Kann ich nicht, weil jetzt gerade einmal ein Medikament hergestellt wird. Oh ja, alles gut. Das war jetzt auch deswegen, wie gesagt, auf die Tasche. Ich brauch's jetzt nicht umgehend sofort. Okay, Leopold hat auch schon wieder gelitten. Kann ich Leopold hier nicht wechseln, weil ich ansonsten die Händlerquest verliere. Na gut, dann muss man ihn heilen. Kann ich nicht, weil wir kein Heilungsgedöns haben. Okay, das heißt, wir müssen eigentlich nochmal irgendwie schauen, dass wir ein bisschen Heilung ranschaffen. Was brauchst du zum Heilen? Naja, die großen Rucksäcke mit Heilung. Die großen Rucksäcke, okay. Es müsste aber was in der Nähe geben. Ich sehe hier zweimal Toiletten, ne? wenn wir ein Stück quasi zurückfahren zur ersten Base. Lass mich mal schauen, was ich noch im Inventar habe. This is seriously too heavy. Hilft dir das hier? So ein Erste-Hilfe-Kasten? Tjo, was ist der Plan? Gibt's einen? Ja, hat's geholfen, Max heilen. Danke. Max heilen? Mhm. Ich bin geheilt, aber wir brauchen Ressourcen. Meine Base fehlt jetzt gerade an Werkstoffen und an Heilung, was die großen Koffer angeht. Also einfach stumpf looten fahren. Wenn wir zurück zur ersten Base fahren, gibt es hier zwei Punkte, da gibt es auf jeden Fall schon mal Medstuff. Okay, ist mal. Also quasi die Straße wieder zurück zur ersten Base hoch. Mhm. Well, shit. Für Toilette jetzt? Ja. Genau, genau. Das sind zwei Toiletten, da müsste also eigentlich, müsste hoffentlich ein bisschen was dabei sein für uns. Ich sitze im Auto. Ich muss nochmal kurz AFK. Deswegen habe ich mich schnell reingesetzt. Repair-Kits konntest du keine herstellen, ne? Bisher? Doch. Warte mal.
Das müsste, glaube ich, jetzt mittlerweile gehen. Ich hatte sie ja... hatte sie upgraded. Mal gucken. Things haven't been great, and I'm expecting them to get plenty worse. Ja, kann ich bauen. Auch ganz ordentlich. That is a lot to carry. Alles klar, jetzt kann ich eigentlich unsere ganzen Autos erstmal komplett reparieren. Gotta be quieter. Nice, das ist auch nicht teuer. Das kostet mich nur diese kleinen Schräubchen. Davon haben wir auch hier relativ viel. Ja, also wenn wir irgendwas herstellen, nehmen wir das aus unserem eigenen Inventar. Das ist schon... wahrscheinlich schon, ja. Tankst du deinen noch ein bisschen voll? Willst du... kannst du... du hast meinen schon repariert, ne? Sie müssten beide jetzt eigentlich ganz gut dabei sein. Ich habe sogar noch einmal dabei. Oder so. Müssten jetzt beide wirklich eigentlich ganz gut dabei sein. Okay. Oh, ich bin gut dabei. Sehr gut. Was hast schon wieder was geknabbert? Das habe ich gehört. Das war Dori, oder? Nee, das war der Hund. Was? Nee, jetzt gerade, aber vorhin. Vor ein paar Minuten. Ach, vorhin? Ja, ja. Immer so nebenbei, weißt du. Deshalb, ich kann dann die Chipstüte aber dann doch nicht. Ich lege sie dann wieder weg, immer einen Meter weiter weg und trotzdem stehst du kurz auf. Ah, einen nehme ich noch. Ich glaube, ich muss auch nochmal los und mehr. Ja, einkaufen muss ich eh nochmal. Deswegen, ich habe so... maximal so ein halbes, dreiviertel Stündchen noch. Naja, ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich irgendwie mal Mittagsschlaf mache. Verstehe ich nicht. Ja, krass fertig irgendwie immer noch. So, und jetzt hier rechts. Schalt mal hier. Hand vorher. Mhm. Locked up tight. Orange und Bleu gibt's hier zu looten. Nee. Ich habe hier eine Schachtel mit Damenbinden. Brauchst du die? Hm. Außergewöhnlich hoher Handelswert. Also man könnte damit vielleicht auch mal zu einem Händler wirklich fahren. Ich habe auch eine ganze Menge so Luxuszeug. Möchte mich da jetzt bitte nicht äußern. So. Rein damit. Hier sind noch 4 gelbe, 2 blaue Kisten in dem nächsten Haus. Schauen wir mal. Wenn ich hier gleich um die Ecke gibt es nochmal eine Toilette. Molly, nice. Du? Hm? War das? Ich hab ein Sound hinter mir gehört, aber es war Schwepper. Ich war. Meine Akkus. No more wondering if they know I'm here. Now where am I gonna put that? Crap.
No more of those left. Ja. Aber ist voll. Eieiei, wer hat die Damenbinden gefunden? Ich leg euch hier mal was raus. Wer möchte zuerst sehen? Mann, gleich. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hab hier was rausgelegt, Max. Das muss für dich sein. Das kann nicht für mich sein. Aromatisierte Kondome, ja. Ja, ist hier auch so ein Jugendfreizeitcamp, ne? Das würde ja irgendwie alles passen. Haben deine. Ich hab den Riesenlutscher gefunden. Sorry, aber in dem Kontext von. Kann deine Crew ein bisschen Spaß haben. Wir können aber keine neuen Leute gebrauchen. Aromatisierte Kondome mit dem Riesenlutscher. Ja, super. So, ja, ich bin da. Ich würde zumindest ganz gerne noch zur zweiten Toilette fahren, um da auch noch den Auto ist fast voll, ne? Ja, ich nur. Unser Auto ist voll, ja. Hauptsache halt den großen Koffer noch für die Base. Ajo. Den Rest, dann ist ja erstmal gar nicht so interessant, aber. Einmal haben sie auch so hergestellt. Hä, diese kleinen Roller, ganz ehrlich. Dass wenn die einen aufhalten würden. It's locked. Gotta be quieter. Stay together. These are still out there somewhere. Komm schon. Nee. Ich glaube ja nicht, dass da ein ganzer Rucksack sich drin versteckt in so einem kleinen Kästchen an der Wand. Doch, okay. Ich finde es aber auch nur du die Rucksäcke, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube ja. Also ich habe noch nichts. Ich habe auch noch keinen gefunden bisher, ne. Whatever you're looking for, it's not here. So. Schnell noch dahin und noch einmal. Ich muss mal eben noch mal raus. Einmal noch mal die Eisendinger mitnehmen. Wie schnell das aber auch zum Teil wieder verbraucht wird. Also. Eigentlich war ich bei allem auf normal. Also auf weiß. Hi. Da noch einmal so. Irgendeiner hat aber gerade noch mal so ein Werkzeug da produziert. Ob ich das gar nicht unbedingt den Auftrag gegeben hatte. Ja. Okay, hier gibt es kein Metall. Ich habe noch einmal Benzin gefunden. Da vielleicht, 84 Meter. Soll ich mal schauen. Ich will auch gar nicht wissen, was die Zombies hier alle so machen, wenn wir nicht gerade vorbeikommen, Nightcheck. Schon. Nee, aber Schrotmuni. Nice. Zwar nicht zu wenig. Ich habe einen Rucksack gefunden.
Nice. Ein Achter oder wie? Ja, nee, so eine Tasche, so eine. Wo wir gerade gesagt haben, so. Ich glaube, wir können die gar nicht, aber irgendwie war halt. Ich habe jetzt auch einmal Werkstoffe gefunden. Das heißt, jetzt können wir eigentlich mal irgendwie zurück. Was hast du gefunden? Welche Ressource? So damn tired. Sehe ich das? Muss ich den aufpacken? Wie sehe ich das? Siehst du auch auf dem Bild hin drauf. Direkt einfach draußen, wenn du so rumläufst. Den trägt er ja dann auf dem Rücken. Medikamentenressource. Ah ja. Ah, perfekt. Hab ich denn mein Auto gelassen? Ja, ich bin zu dir gefahren. Achso, nee, da oben steht's noch. Ja, passt durch. Was? Ach, das Fruchti? Das ist mein Auto hier oben, das rote. Achso, na dann komm ich wieder runter. Gerade, ich hab. Aber du kannst gerne hier mitfahren. Ach, alles okay. Hallo, verwirrt. Wieso kann ich meine Rohrzange nicht ablegen? Die ist gebunden an dich, das geht halt nicht anders. Nee, stimmt, mit dem roten war Max unterwegs. Ist ja egal. Verstehe ich jetzt nicht. Alles Wumms. Oh, noch Mr. Plutschplutsch. Schönen Samstag dir. Aha. Richtig, ja. Sorry, folks. Just a little radio malfunction there. Please, go about your business. Ein Auto? Hier rechts? Nice. Noch Muni und so wird da angezeigt. Da kann man wirklich mal vorbeischauen. Jetzt muss ich erstmal gucken, nicht, dass die irgendwie da anfangen zu rebellieren oder so in der Base. Ich weiß ja nicht, wie radikal die da so drauf sind. Was sind jetzt Gummis, also. Naja. Und einen Riesenlutscher kann ich dir rauslegen. Ich hoffe mal, das steigert alles die Moral. Es gibt keine Bandagen. Nichts dergleichen, aber hey! Everyone out! What's up? Almost empty on that. Das ist sauber. Ja, try calling your friends now. Okay, so. Dann wollen wir mal. Hey, kiddo. What you been? Got a bunch of supplies for us here. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt noch der Medstuff und dann sollten sie erstmal wieder halbwegs stabil sagen. So. I can't catch my breath. Das hier ins Auto, dann kannst du es für dich einlagern oder wie? Den Rucksack, also es geht ja in mein Inventar. Das habe ich jetzt prinzipiell gesehen, auch kein Problem. Hier auch mal. Geh mal hier an den Kofferraum ran, entleer den Max, dann geht's hier in die Base. Jo, okay. Ah, jetzt sieht das schon mal besser aus. 11-mal Heilung, 15 Pizzastückchen. Sind auch wieder fröhlich. Es hat funktioniert. I need a break. Not possible. So. Aber ich glaube,
bin da noch erstmal durch. Ich glaube, ich werde mich mal in die Mittagspause verabschieden. Einmal ein Stündchen schlafen. Damit das mit dem Abendprogramm heute was wird. Insofern sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für die Follows. Und Abos. Und allem. Hat Spaß gemacht. Ist im Coop auf jeden Fall auch nochmal cooler. Obwohl es halt echt ein bisschen, man hat es ja gemerkt, hier und da ein bisschen tricky ist. Aber trotzdem ganz cool. Macht Spaß. Machen wir auch weiter. Also nächste Woche oder so. Ich werde quasi versuchen, mal einen so einen Run auch mal komplett durchzuspielen. Da gibt es ja dann noch diese komische zweite Kampagne. Mal gucken, wie das so ist. Aber ja, ganz, ganz nice. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis heute Abend dann auf YouTube. Und zwar um 17 Uhr mit Assassin's Creed Mirage. Tschüssi. Ciao.